ja, ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, dass Sie hier sind und nicht im Biergarten. Ich hoffe, wir vergelten es Ihnen mit einer spannenden Diskussion. Ich habe ein gutes Gefühl, weil wir ein so hochkarätig besetztes Podium hier haben aus Wissenschaft und aus der Praxis. Und ich denke, wir können da sehr viel spannende Aspekte heute Abend diskutieren. Wir haben mehrere oder sehr viele extremistische Gruppen in Deutschland, linke, linksradikale, rechtsradikale, islamistische. Und wir wollen jetzt am Anfang so nach und nach mal so ein bisschen die einzelnen Gruppierungen uns näher anschauen, schauen, welches Bedrohungspotenzial haben die, wie haben die sich entwickelt in den letzten Jahren, wie rekrutieren sie, wie entwickeln sie sich vielleicht in den nächsten Jahren weiter, und die im zweiten Block dann uns der Frage widmen, was kann der Staat dem entgegensetzen, welche Mittel hat der Staat, welche Mittel haben die Sicherheitsbehörden und welche Mittel haben wir vielleicht auch als demokratische Gesellschaft, wo können wir ansetzen, alle zusammen. Ich fange jetzt mal mit den Islamisten an, die im Moment die Nachrichten ja doch irgendwie stärker noch dominieren als andere Gruppen. Die Sicherheitsbehörden warnen ja vor einer stetig zunehmenden Zahl von islamistischen Gefährdern. Das Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt, gilt so ein bisschen als Hotspot auch der Szene. Herr Trusheim, da kennen Sie sich sehr gut aus. Wie groß ist denn dieses Bedrohungspotenzial tatsächlich? Wie schätzen Sie das ein? Das war schon ein. Ja. Eins, zwei. Ja. Also das Bedrohungspotenzial, das vom islamistischen Terrorismus ausgeht, ist in der Tat äußerst hoch. Wir befinden uns in der höchsten Gefährdungsstufe nach unserer Meinung. Also darüber geht nichts mehr. Das macht es für uns insofern problematisch, als wir ein Potenzial von etwa 400 uns bekannten Salafisten allein in Frankfurt haben, die wir kennen und die wir auch versuchen, einigermaßen auf dem Schirm zu halten. Und aus diesem Potenzial müssen wir natürlich dann herausfiltern, die Leute, die wirklich so gefährlich sind, dass wir ihnen Anschläge zutrauen und dann gestaffelt eben Maßnahmen durchführen. Das erfordert unglaublich viel Personal und auch Aufwand, auch finanziellen Aufwand. Das sind Stunden, die kann man fast überhaupt nicht mehr ausrechnen, die wir da verbringen, mit allen Präventionsmaßnahmen und repressiven Maßnahmen, die wir durchführen. Vielleicht können Sie auch noch was dazu sagen. Also die Szene wächst ja sehr schnell. Also woher kommt dieser rasende, na rasend ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dieser starke Zuwachs, und woraus speist sich diese Radikalisierung? Also ich muss dazu sagen, nach unserer Wahrnehmung in Frankfurt hat dieser Hype wieder ein bisschen abgenommen. Mhm. Das hängt mit den Geschehnissen in Syrien zusammen, auch mit der Zurückdrängung des Islamischen Staates, der Terrororganisation, die eben nicht mehr die Erfolge vorzuweisen hat, die sie zu Anfang hatte, die ein sehr hohes Potenzial hatten, um junge Menschen anzulocken. Das hat etwas nachgelassen. Nichtsdestotrotz ist die Szene aktiv. Geholfen hat uns letztendlich das Verbot der Koranverteilaktion LIS, die hinter dem harmlosen Anschein, den sie eben verbreitet haben, unglaublich massiv geworben und auch radikalisiert haben. Mhm. Und das konnten wir messen dadurch, dass wir die Szene beobachtet haben seit 2012, als das anfing, und haben dann immer mehr Leute festgestellt, die als Koranverteiler für LIS tätig waren und dann letztendlich in Syrien gelandet sind, dort gekämpft haben und zu einem Teil auch ums Leben gekommen sind. Mhm. Das Verbot von der LIS-Aktion, das ist ja eins von den Mitteln, oder auch Verbot von verschiedenen Moscheegemeinden, über das wir nachher genauer sprechen wollen. Herr Mayer, wir sehen ja immer wieder auch im Ausland vor allem, dass Attentäter, islamistische Attentäter sich im Gefängnis radikalisiert haben. Der Attentäter von Toulouse, der Attentäter von Brüssel war so ein Fall.
Anis Amri war ein Kleinkrimineller, bevor er Terrorist wurde. Sie arbeiten in der JVA Wiesbaden als Gefängnisseelsorger. Wie ist Ihre Wahrnehmung? Ist das ein Problem, also die Gefängnisse als Keimzelle für Terrorismus? In jedem Fall ist es ein Problem. Also im Gefängnis ist eben der Fall, dass da zwei Typen aufeinandertreffen, die sich gegenseitig so beeinflussen, dass das einen sehr unguten Effekt hat. Das hatten wir auch schon. Also ich arbeite jetzt seit fast 10 Jahren im Gefängnis und ich habe das schon sehr früh beobachtet, dass da eben, wenn manche sagten, ich meine, früher war das Problem mit den Syrien-Rückkehrern, hatten wir noch nicht so stark. Da gab es nur einzelne Ausreiser nach Afghanistan zum Beispiel. Aber wir hatten, also wenn man dran denkt, die Attentäter von Charlie Hebdo, die waren ja auch im Gefängnis und wurden von Getreuen von Bin Laden radikalisiert, schon einige Jahre zuvor. Man hätte das schon viel früher eigentlich wahrnehmen müssen. Und auch wenn man das Attentat 2004 in Madrid sieht, wurde auch von Leuten begangen, die aus dem Gefängnis kamen. Die Problematik war schon lange da. Und wenn im Gefängnis sind sehr viele Leute, die sozusagen schon am untersten möglichen Position angekommen sind. Niedriger kann man nicht fallen, als ins Gefängnis zu kommen sozusagen. Und die in sich ein hohes Wutpotenzial haben und wenig soziale Erfolge erzielt haben bisher, vielleicht auch kein Selbstwertgefühl erzielt haben. Und wenn die dann an Leute geraten, die auch im Gefängnis sitzen, die denen dann sagen, du kannst jetzt erstens, du kannst eine große Sache machen, du kannst richtig bekannt werden und du kannst auch noch durch die Ideologie, die sie ihnen dann einpflanzen, deine Sünden vergeben bekommen, du kannst ins Paradies kommen. Für manche ist das dann wie eine Art Drogenersatz. Anstatt in Drogenkonsum zu verfallen, sagen sie dann, wir machen, das ist jetzt unser Ausweg für unser Leben. Und dann, wenn man Selbstmordattentaten macht, wie die sagen, das sagen die denen, dann werden dann alle deine Sünden vergeben und du kommst ins Paradies. Und deswegen kann ein Gefährder, der im Gefängnis sitzt, und die sind nicht getrennt voneinander, wie man am Anfang dachte. Am Anfang dachte man, ja, wir haben den gut isoliert. Isolationshaft ist in Deutschland nicht erlaubt. Und wenn man jetzt, auch wenn wir Einzelzellen haben, man spricht ganz viel am Fenster abends mit den Kollegen, die außen rum wohnen. Auch wenn man am Tag nicht so viel Kontakt hat. Dann, wenn ein Gefährder da ist, können sehr schnell 10 Gefährder daraus werden. Denn man kann vielleicht sagen, 10-15% der Gefangenen sind anfällig für so eine Propaganda. Ich habe von Ihnen gelesen, so ein Zitat, muss man ja immer vorsichtig sein mit Zitaten, die man liest, aber Salafismus ist wie eine Krankheit, wer einmal infiziert ist, steckt andere an. Also das klingt ja so ein bisschen so, ne, was Sie gerade beschreiben. Es klingt sehr drastisch und fast despektierlich. Ich bezeichne das aus meiner Sicht als Seelsorger, deswegen als Krankheit, weil es eine Art seelische Krankheit ist. Es ist eine seelische Krankheit, die dazu führt, dass man kein Herz mehr hat für die Menschen. Wenn jemand in der Lage ist, sich unter Teenagern im Konzert in die Luft zu sprengen und kleine junge Leute zu töten oder auch andere, auch ältere Leute, egal, Zivilisten einfach so zu töten, dann muss irgendwas vorher passiert sein, damit das Herz abgestorben ist. Normalerweise hat man ein Empfinden, eine Empathie für einen anderen Menschen. Mhm. Und deswegen, ich meine, das ist nicht die einzige Krankheit, die existiert, die zur Empathielosigkeit führt. Aber diese Ideologie, indem sie eben die anderen Menschen zu Ungläubigen klassifiziert und dann sagt, sie sind nichts mehr wert und sie sollte man töten, so ist ja die Propaganda, dadurch ist diese Ideologie so gefährlich. Und dadurch ist das tatsächlich eine Krankheit, die schwer zu heilen ist. Wenn jemand mal in diesen Sog reingegangen ist, dann ist der total beschränkt und na, sehr schwer, da rauszuholen. Mhm. Herr Trusheim, der Herr Mayer hat gerade gesprochen von Minderwertigkeitsgefühl. Sie arbeiten ja auch eng mit Schulen zusammen, mit Jugendämtern. Was macht denn aus Ihrer Sicht die Anziehungskraft aus dieses Extremismus für junge Leute, gerade für junge das Menschen? Das konnten wir sehr gut gerade bei dieser Koranverteilaktion Lies beobachten. Die einfach passiv, mehr oder weniger passiv, in Fußgängerzonen in Frankfurt auf der Zeil sich postiert haben und dann junge Menschen angesprochen haben. Und das waren in der Regel junge Menschen
im Pubertätsalter, die auch Probleme hatten, also viele Menschen mit Migrationsproblemen, aber auch deutsche Jugendliche, die einfach auf der Sinnsuche waren und von denen angesprochen wurden. Aber die ersten Gespräche gingen weniger um Religion, also in der Tiefe, als darum, den jungen Leuten einfach ein gutes Gefühl zu geben. Das heißt, die Wertschätzung, die sie in der Gesellschaft vermisst haben, weil das waren in der Regel die Loser dieser Gesellschaft, die Werte denen vorzuspiegeln und denen zu sagen, ihr seid besser, ihr müsst nur den richtigen Glauben ausüben. Das ist ja das, was Herr Mayer gerade ausführte, wie es im Gefängnis eben auch der Fall ist. Wenn ihr den richtigen Glauben annehmt, dann seid ihr besser als alle anderen, die wesentlich mehr Geld, Erfolg im Beruf und sonst was haben. Ihr kommt ins Paradies und die werden in der Hölle landen. Und dann einfach diese Jugendlichen so in diesen Gesprächen, in einer Gutfühlsituation an sich zu binden. Und die Radikalisierung, die ging dann Step by Step. Das war am Anfang bei denen überhaupt kein Thema, aber über positive Erfahrungen. Man hat zusammen Picknicks veranstaltet, man hat zusammen Sport gemacht, Fußball, dann auch Kampfsport natürlich später, im späteren Stadium der Radikalisierung, der natürlich auch gut ist für das, was man denen ja abverlangen will letztlich, dass sie am bewaffneten Dschihad teilnehmen. Und wir haben gemerkt, dass die Jugendlichen dann sehr schnell eben in dieses extremistische Fahrwasser geraten, weil sie sich auch auf den Rat der Anwerber von der übrigen Gesellschaft distanzieren. Das fängt an im Elternhaus, dass sich von den Eltern nichts mehr sagen lassen, den Eltern auch sagen wollen, wie sie den Islam zu praktizieren haben, wenn sie Muslime sind, wenn sie keine Muslime sind, dass sie den Islam annehmen sollen, weil sie sonst in der Hölle landen. Und das wird denen auch indoktriniert, dass sie auf die Eltern oder auf die Gesellschaft nicht hören sollen. Abgesehen von solchen Teilen der Gesellschaft oder auch im Freundeskreis, wo man eine Chance sieht, ebenfalls zu missionieren und in den salafistischen Kessel mit einzubeziehen. Ja. Zu denen pflegt man Kontakte und die anderen, die bricht man eben ab. Herr van Hoelen, man hat ja bei dieser, bei der Zahl der Anschläge, die jetzt eben doch stark die Schlagzeilen dominieren, gerät so ein bisschen in den Hintergrund oftmals, dass ja auch die Zahl der rechtsextrem motivierten Straftaten in den vergangenen Jahren sehr stark zugenommen hat. Die rechtsextrem motivierten Gewalttaten allein von 2014 auf 2015 um fast 50%. Das muss uns doch auch Sorgen machen. Das sollte einem auch Sorgen machen, aber die Reihenfolge, die Sie gewählt haben, ist völlig richtig. Wenn ich mir die Gewalteskalationsautomatik angucke in der Bundesrepublik, dann ist ganz eindeutig der Salafismus der Faktor Nummer eins. Und die natürliche Reaktion, in Anführungszeichen natürliche Reaktion darauf, ist natürlich eine Zunahme rechtsextremistischer Gewalt. Weil dieses Thema, salafistische muslimische Gewalt oder muslimisch begründete Gewalt, im Zusammenhang mit der Zunahme eines absoluten Feindbildes für Rechtsextremisten, nämlich der Migrationswelle im Jahre 2015, würde normalerweise für Rechtsextremisten ein Szenario darstellen, bei dem sie mental absolut auf der Höhe schweben müssten. Die Zahlen sagen aber was anderes. Die Zahlen sagen zwar, dass wir eine ziemliche Zunahme haben an rechtsextremistisch und fremdenfeindlich motivierten Gewalttaten, die aber interessanterweise zu einem sehr erheblichen Teil von Leuten stammen, die vorher überhaupt nicht polizeiauffällig waren. Und wenn man sich die Szene der Rechtsextremisten anguckt, dann haben wir einen äußerst moderaten Zuwachs seit 2015 bis heute, also die 2016er Zahlen gibt es noch nicht. Man hat im Januar mal durchblicken lassen, 23.000 organisierte Rechtsextremisten. Ich sage mal vorsichtig, legen Sie mal einen Tausender drauf, dann sind wir ungefähr richtig in der Situation. Das wäre ein Wachstum von 5% für eine Situation, die eigentlich von dem Pull-Faktor für Rechtsextremismus her extrem günstig ist. Und da ist an Dynamik merkwürdigerweise nichts zu erkennen, sondern im Gegenteil, die polizeilichen Erkenntnisse sagen ja sehr deutlich, diese enorme Zunahme von Übergriffen auf Flüchtlingsheime von 2014 ungefähr 175 auf jetzt eine Zahl, die knapp unter 1000 liegt. Das waren zum großen Teil keine organisierten Rechtsextremisten. Das ist ein erstaunliches Phänomen, man muss das erstmal festhalten. Wenn man sich die Konditionierung der rechten Szene anguckt, der rechtsextremen Szene, dann ist die eher depressiv. Das erste Depressivum war die Entdeckung des NSU. Diese Form von Terrorismus wurde nicht überall geteilt, die Repression war enorm stark.
Das hat nicht zu Zuwächsen geführt, nicht zu Motivationssteigerung geführt. Und das zweite Depressivum war dann das NPD-Verbotsverfahren. Nicht? Die Partei hatte sich sehr schön in einer Opferrolle gesehen mit einem großen Podium vor dem Bundesverfassungsgericht und sie kriegt dann gesagt, ja, wir könnten euch zwar verbieten, aber wisst ihr was, ihr seid eigentlich zu unbedeutend dafür. Das hat geradezu depressive Schübe ausgelöst. Und nebenbei gesagt, der neue Zulauf im Parteiensystem, nämlich die rechtspopulistische AfD, hat denen natürlich fast alle Stimmen im Osten weggenommen und sie ihre Ressourcen beraubt. Also wir haben eine ganz ambivalente Situation. Wir haben im unorganisierten Bereich an ideologisch nicht ausformulierten Gewalttätern, teilweise an solchen, die wir bisher gar nicht kannten, einen offensichtlichen Zuwachs. Aber organisiert oder motivationsmäßig macht das für das Wachstum des Rechtsextremismus definitiv praktisch nichts aus. Das ist höchst merkwürdig und erklärungsbedürftig. Aber man darf mal eins sagen, wir dürfen uns glücklich schätzen, denn andere europäische Länder sind da ganz anders dran. Herr Krauser, da möchte ich nochmal nachhaken bei dem, was der Herr van Hüllen gesagt hat. Sie haben ja in Bezug auf die 68er geschrieben, wie aus friedlichem Protest Terror wurde. Jetzt beobachten wir, wie aus einer Art ausländerfeindlichen, fremdenfeindlichen Protest sogenannter besorgter Bürgerterror wird. Gruppe Freital ist so ein Beispiel. Was geschieht denn da? Das ist natürlich von außen betrachtet schwer zu sagen, was da im Einzelnen geschieht. Aber ich würde gerne, wenn Sie so wollen, in eigener Sache noch etwas vorwegschieben wollen, weil Sie haben das Stichwort 68 genannt. Und ich vermute, dass ich hier in dieser Runde, soweit man das sagen kann, möglicherweise deshalb ein Sonderfall bin, weil ich früher selber ein radikaler Linker war. Also während meiner Studentenzeit, und ich möchte, dass Sie das alles wissen, damit Sie auch genau abschätzen können, wie ich heute vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrung darüber urteilen kann und befinden kann, weil das spielt für mich lebensgeschichtlich natürlich eine Rolle, auch wenn ich in meinen Publikationen darüber natürlich in der Regel nichts schreibe, aber es ist weithin auch bekannt, jedenfalls unter denjenigen, die als Kollegen darüber auch befinden und so weiter und so fort. Also das spielt erstmal für mich eine Rolle. Ich bin sozusagen nicht nur jemand, der ein Objekt, ein Forschungsobjekt hat, sondern ich bin aus der Vergangenheit selber sozusagen ein Subjekt, das hier unter Extremismusverdacht gestellt werden würde. Also so viel zunächst mal dazu. Das Problem oder die Probleme, die Herr van Hüllen eben geschildert hat, sind ja wirklich sehr weitgehend und sehr tiefreichend. Denn ich glaube, wenn etwas die Schwäche des Extremismusansatzes deutlich macht, dann ist es dieses Phänomen, das Sie eben gerade beschrieben haben. Dass wir nämlich über keine hinreichenden analytischen Mittel verfügen, um erklären zu können, wie es zum Beispiel zur Gruppe Freital gekommen ist. Und das ist gewisserweise nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben ja numerisch, und das lässt sich ja sehr klar benennen, eine enorm hohe Anzahl von vermeintlich rechtsextremen Straftaten, für die aber keine organisierten Rechtsextremen zuständig gewesen sind, die nicht von deren Seite verübt worden sind. Das heißt, woher stammen die eigentlich? Wie sind die sozialisiert worden? Welche Dispositionen haben sie? Welche Mentalitäten schlagen sich dann nieder? Darüber konnte man natürlich lange reden. Aber ich glaube, der Punkt ist einer, der auch zurückweist auf die Schwierigkeit des Extremismus-Konzeptes. Und insofern betrifft es uns hier alle, die wir auch sozusagen für ganz unterschiedliche Phänomenologien als Experten hier eingeladen worden sind. Und ich möchte gerne auf zwei Dinge zumindest verweisen. Erstens, es hat in den ersten Jahren und anderthalb Jahrzehnten der alten Bundesrepublik nicht den Begriff des Extremismus gegeben zur Kennzeichnung solcher Gruppierung, sondern den Begriff des Radikalismus. Und noch 1972, als der Radikalenerlass eingeführt worden ist, um zu verhindern, dass Radikale in den Staatsdienst übernommen werden würden, sprach man nicht von einem Extremismuserlass, sondern von einem Radikalenerlass. Das hatte seine Gründe. Und erst ab 1973 ist dann vom Bundesinnenministerium, vom Verfassungsschutz und so weiter der Extremismusbegriff nach vorne gerückt worden und sozusagen der Radikalismusbegriff ersetzt worden. Und der zweite Punkt ist der, dass man natürlich darüber sprechen muss, was die Schwäche des Extremismuskonzeptes ist. Als analytischer Kategorie meines Erachtens besteht die darin, dass wir es beim Extremismus mit einem Terminus zu tun haben, die eine Raum
Metapher verkörpert, die sozusagen statisch eine Position wiedergibt, nämlich sozusagen das Äußerste, am äußersten Rand sozusagen markieren zu können innerhalb des politischen Spektrums, dass dazwischen natürlich eine politische Mitte gibt, die dann als verfassungsbejahend sozusagen unterstellt wird und der Rand, der als verfassungsverneinend dann unterstellt wird, dass wir aber mit diesem Begriff Schwierigkeiten haben, gerade die Genese, die Entstehung von solchen Überzeugungen auch wirklich analytisch zu erfassen, denn es spricht niemand von einer Extremisierung. Wir sprechen alle von Radikalisierung. Warum tun wir das eigentlich? Mhm. Warum hat sozusagen der Begriff des Extremismus eine solche Ausgangsschwierigkeit in der Grundüberlegung, diese Dinge auch wirklich genauer fassen zu können? Denn der Unterschied des Radikalismusbegriffs besteht darin, dass man ihm immer noch etwas sozusagen ein Restpositivum beigemischt hat, nämlich die Dinge, das kommt ja von Radix Wurzel, den Dingen sozusagen an die Wurzel gehen zu wollen. Und im 19. Jahrhundert, als dieser Begriff zum ersten Mal historisch in verschiedenen europäischen, vor allen Dingen romanischen Ländern Verwendung gefunden hat, war er eher positiv besetzt, nämlich im Liberalismus, zum Teil auch im Linksliberalismus. Das hat in Frankreich eine Vorgeschichte, das hat in Italien eine Vorgeschichte, auch bestimmte Anklänge in Deutschland gehabt. Aber letztlich ist das eigentlich kein Begriff mehr, mit dem heutzutage operiert wird. Und man sollte das eigentlich mit bedenken und vielleicht sogar überdenken. Mhm. Sie, Herr van Hülen, Sie haben eben schon angesprochen, wie schwer es ist, die rechte Szene überhaupt zu fassen, den Bedeutungsverlust der NPD, das Aufkommen anderer Gruppierungen, der Dritte Weg, die Identitären, Pegida-Ableger, die Pro-Bewegung, die Rechte, die Freiheit. Es sind sozusagen für den Laien unheimlich viele Gruppen. Es scheint sich sehr stark auszudiversifizieren zwischen Kameradschaften und Parteien, die schon fast in Richtung bürgerliche Mitte schielen. Macht es das auch auf eine Art bedrohlicher? Also das ist natürlich kein statisches Phänomen. Auch Rechtsextremismus oder Rechtsradikalismus, ich nehme das mal auf, Herr Krauser, ist kein statisches Phänomen, sondern man sollte nicht so tun, als wären diese Leute nicht lernfähig. Wir haben eine Reihe von neuen Erscheinungen, bei denen man zum Beispiel den völkischen Rassismus ersetzt hat durch eine Art kulturrassistische Umschreibung. Die klingt nach außen viel bürgerlicher, viel akzeptabler. Das wäre so das Konzept der Identitären. Das haben die deutschen Rechtsextremisten nicht erfunden, sondern das haben sie aus Frankreich importiert, wo es das als Vorlage gab. Wir sehen die Fähigkeit von gestandenen Neonazis, sich jetzt ein Schutzschild zuzulegen als Partei Die Rechte oder Dritter Weg. Die wird genauso stark gemacht, dass man juristisch sagen kann, es ist eine Partei, damit kriege ich sie nicht weg, wenn ich nicht nach Karlsruhe gehe. Vor 30 Jahren schon haben intelligente Rechtsextremisten, es gibt ja etliche, die durchaus lesen und schreiben können, so ist das gar nicht, die haben in der französischen Neuen Rechten von Alain de Benoist konzipiertes strategisches Konzept ins Deutsche übernommen mit der Überlegung, wir brauchen so etwas wie eine kulturelle Hegemonie. Und der Benoist hat das immerhin von Antonio Gramsci abgeschrieben, also von einem italienischen Kommunisten. Wir haben ganz viele Anklänge, die uns zeigen, da ist eine begrenzte Akademisierung vorhanden, konnte man seit 10, 12, 15 Jahren schon sehen. Also plötzlich gab es an einzelnen Universitäten vereinzelt Neonazis, die Politikwissenschaft oder sogar Jura studierten. Und diese Leute sind die Träger von neuen Konzepten. Das ist richtig. Aber die Szene ist nicht größer geworden dadurch, sie ist nur raffinierter geworden. Aber ist es denn aus Ihrer Sicht nicht so, dass wenn man sozusagen nicht mehr dieses Schmuddel-Image hat mit Glatze und Springerstiefeln, sondern stattdessen so ein hübsches Lambda-T-Shirt und einen schönen Instagram-Account und den Volkstod großen Austausch nennt, dass das dann vielleicht doch ein paar mehr junge Leute erreichen könnte? Ich denke, das wird zum Teil Strategie sein. Die eine Hälfte der Strategie ist die Ankopplung an Mainstream-Jugendbewegungen. Das heißt, ich versuche damit, Leute zu fangen. Wenn ich die aber eingefangen habe, muss ich die anpolitisieren und muss die natürlich auf den wahren Kern dessen, was Rechtsextremismus ist, nämlich tatsächlich völkischen Rassismus, irgendwann einpolen. Das wird bei den meisten nicht gelingen. Denn diejenigen, die auf das gestoßen sind, was sie an der Oberfläche gesehen haben, also auf die Strategie reingefallen sind, werden zum Teil davon abgeschreckt, wenn sie dann plötzlich den harten Rechtsextremismus mimen müssen.
Und da hat die Gesellschaft eine Funktion, weil sie nämlich gegenüber solchen Formen eine sehr eindeutige ablehnende Haltung produziert. Das heißt, es stigmatisiert. Wenn ich in einer Glatzendemo rumlaufe und mit einem NPD-Plakat, bin ich eigentlich überall sozial unten durch. Während ich mich mit dem Nipster-Outfit oder auch als autonomer Nationalist selbst in linken Umfeldern zunächst mal bewegen kann, ohne dass ich unmittelbar damit aufkippe. Also damit müssen wir künftig rechnen. Ich habe aber ehrlich gesagt meine Zweifel, ob das in der Fläche durchschlägt. Mhm. Das glaube ich weniger. Herr Kraushaar, gegenüber dieser alltäglich scheinenden Bedrohung durch Islamisten, Rechtsextremisten, wir haben ja schon so ein bisschen querkausale Beziehungen sozusagen da eben hergestellt, da nimmt sich ja das Aufflackern linksextremer Gewalt, wie bei den Blockupy-Protesten regelmäßig bei G7-Gipfeln oder jetzt auch erwartbar beim G20-Gipfel in Hamburg ja fast harmlos aus. Täuscht der Eindruck aus Ihrer Sicht, die eine Frage, und die andere, die ich gleich hinterher schieben will, 50 Jahre nach dem Tod Benno Ohnesorgs, dass der ja so ein bisschen auch als Fanal gewirkt hat, damals für die Radikalisierung der linken Bewegung. Können Sie sich vorstellen, dass so ein Ereignis, diese Anti-Bank-Proteste, Proteste gegen Globalisierung, Ungleichheit, auch nochmal in so eine radikalere Richtung schieben könnte, jetzt oder in den nächsten Jahren? Also das ist auf keinen Fall auszuschließen, aber ich würde zunächst mal anmerken wollen, dass die Occupy-Bewegung gemessen an anderen Prozessen, die es hier in der Bundesrepublik gegeben hat, doch verhältnismäßig wenig gewaltaffin gewesen ist. Ja. Das würde, glaube ich, die Verknüpfung der Occupy-Bewegung mit dem Phänomen der Gewalttätigkeit der Militanz dem nicht wirklich gerecht werden. Mhm. Der Punkt ist natürlich andererseits der, dass wir eine Art von Kombination von zwei Faktoren haben, und zwar seit den 70er Jahren bereits, in der Folge letztlich der 68er-Bewegung, nämlich die Verknüpfung einer tendenziellen Entpolitisierung einer militanten Szene und einer gleichzeitigen Radikalisierung in der Militanz und in der Vernetzung in der Form eigener Subkulturen. Also die Linksautonomen sind natürlich eine eigene Subkultur, die wir vor allen Dingen in großen Städten wie in Berlin und in Hamburg oder im Rhein-Main-Gebiet, wenn man über Frankfurt hinausgehen will, haben. Und von denen kann man immer etwas erwarten oder befürchten müssen. Und in Hamburg wird seit Monaten, fast jeden Tag in Zeitungen, fast jeden Abend im Hamburg-Journal über kaum etwas anderes noch berichtet, als über die Sicherheitsvorkehrungen zum G20-Treffen. Und es werden 100.000 Demonstranten erwartet und davon etwa 8.000 bis 10.000 Militante. Und man weiß überhaupt nicht, wie man das sozusagen unter Kontrolle bekommen soll. Also da steht wirklich etwas an. Und ohne etwas jetzt hier an die Wand malen zu wollen, dazu bin ich überhaupt nicht autorisiert und das liegt mir fern. Aber sind einfach sozusagen die Annahmen, die von den Sicherheitsexperten in die verschiedenen Sicherheitsbehörden eingeflossen sind. Und die sehen halt so aus, wie sie aussehen. Und wenn man einen Vergleich Ereignis nehmen wollte, dann ist es die Einweihung des neuen Gebäudes der Europäischen Zentralbank in Frankfurt gewesen. Dort hatten wir es ja damit zu tun, dass Tausende zum Beispiel aus Italien angereist gewesen sind. Und natürlich sozusagen die Gewalt, die dort über mehrere Stunden hinweg dann förmlich explodiert ist, nicht allein ein Gewaltimport aus Italien war, aber von denen nun sehr stark nochmal angeheizt wurde, sondern auch eigene sozusagen lokale oder bundesweite Wurzel hatte. Also das kann sich immer wieder mal aktualisieren. Und wenn Sie schon den großen Bogenschlag machen zur 68er-Bewegung und wenn man so will, zum Startdatum der 68er-Bewegung, nämlich dem 2. Juni 1967, als, wie Sie vermutlich alle wissen, der Germanistikstudent Benno Ohnesorg als ein völlig gewaltfreier Demonstrant auf einer Demonstration gegen den Schah von Persien in den Abendstunden von einem Polizisten, der als ziviler Greifer eingesetzt worden war, durch einen Schuss von hinten aus nächster Nähe erschossen und zu Tode gekommen war. Wenn Sie das sozusagen sich vorzustellen vermögen, dann weiß man natürlich, wie damals sozusagen
Täter, Opfer und die ganzen Projektionen auf den Staat, auf die Institutionen ausgesehen haben. Es gibt ein bestimmtes Narrativ, das da seinen Ursprung hat, nämlich der Staat sei gewalttätig und das sei, dieser Student sei ein Opfer der polizeilichen Repression. Aber ganz so einfach sind die Dinge nicht, denn inzwischen weiß man auch, dass von Seiten der Akteure ein Attentat auf den Schah von Persien geplant gewesen ist und dass die Galionsfigur der damaligen Studentenbewegung, nämlich Rudi Dutschke, bedauert hat, nachdem er selber Opfer eines Attentats geworden war im Jahr 1968, dass der Tyrannenmord nicht verübt worden sei. Eine solche Gelegenheit hätte man oder würde man nie wieder bekommen können. Das hätte man tun sollen. Also insofern lag da auch, bevor es überhaupt zum tödlichen Schuss auf Benno Ohnesorg gekommen ist, schon etwas an Gewalt und ein Attentat in der Luft. Und da und war wie geplant, ist das heute? Da, darf noch ja. nur einen Satz dazu sagen. Da war geplant, dass eine Sprengladung, die in einem ferngesteuerten Pkw sich befand, dass die in den Fahrzeugkonvois des Schahs hätte hineingerammt werden sollen. Und was das für Folgen gehabt hätte, das wäre unkalkulierbar gewesen. Mhm. Und insofern sind die Dinge halt auch im Nachhinein nicht ganz so einfach. Also ich will nur noch mal daran erinnern, dass sozusagen auch die Interpretation und die Deutung dieser historischen Zäsur Daten halt nicht ganz so einfach sind und das kann man verknüpfen mit dem, was ich versucht habe, über die Linksautonomen hier kurz anzudeuten. Es gibt einfach nach wie vor ein bestimmtes Potenzial, das jetzt im Hintertreffen ist, das ist ganz klar so, also numerisch, quantitativ betrachtet ist das einfach so, aber es ist keineswegs so, dass die nicht aktualisierbar wären. Ich will jetzt zu der Frage kommen, wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, welches Bedrohungspotenzial von den einzelnen Gruppen ausgehen könnte. Zu der Frage kommen, welche Mittel hat der Staat? Herr Trusheim, da ist natürlich zuallererst, denkt man immer an die Polizei. Zum Beispiel, Sie haben das eben auch schon beschrieben, wenn es um islamistische Gefährder geht, wie Sie mit verschiedenen Stellen zusammenarbeiten, Informationen austauschen. Können Sie dazu vielleicht noch mal was sagen? Ja, wir haben in Frankfurt natürlich gerade auch über die Lease-Aktion einen ganz guten Überblick über die Szene bekommen, konnten dann auch tiefer einsteigen bei verschiedenen Personen. Und wir haben dann sehr schnell auch feststellen können, dass die Radikalisierung sehr früh schon erkennbar ist bei den Jugendlichen, weil die fast alle, die dann anfangs infiziert wurden, noch in die Schulen gingen. Und in der Schule können die sich natürlich, wenn sie diese Überzeugung übernehmen, nicht so verhalten, wie sich ganz normal bürgerliche Jugendliche verhalten, sondern da kam es zu Auffälligkeiten. Und das hat dazu geführt, dass wir in Frankfurt mit dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten, was sowohl für Schulen als auch für Jugendarbeit und auch für religiöse Angelegenheiten, auch für Moscheen zuständig ist, ein Ämternetzwerk aufgebaut haben, in dem wir uns regelmäßig treffen. Also das sind wir Teil dieses Netzwerkes und da werden Erfahrungen ausgetauscht, auch ganz konkret zu bestimmten Personen, zu bestimmten Schülern, zu Auffälligkeiten. Und wir versuchen bei diesen Gelegenheiten eben auch den Betroffenen, also das sind Mitarbeiter von Ausländerämtern auch natürlich, von Jugendämtern, aber auch der Schulen, einen Einblick zu geben, woran man diese Radikalisierung erkennt und versuchen gemeinsam Wege zu erschaffen, wie man die Jugendlichen da rausholt. Als Laie fragt man sich, wenn man, also ich lebe ja auch in Frankfurt und man kennt ja viele Treffpunkte auch der Szene, die Koranaktion haben Sie angesprochen, lief sehr lange, es gibt bestimmte Moscheen, die unter dem Verdacht stehen, es gibt bestimmte Prediger, Abu Walla ist einer der bekanntesten, wo man sich natürlich als Laie immer wieder fragt, wie kann das sein, dass solche Leute, solche Treffpunkte jahrelang existieren, dort Generationen junger Menschen offenbar durchgeschleust werden, radikalisiert werden und da offenbar keine Handhabe ist. Was ist Ihr Problem in dem Zusammenhang? Das ist ganz normal. Wir sind ein Rechtsstaat. Das heißt, bevor wir jemanden ins Gefängnis stecken können oder überhaupt festnehmen, müssen wir Beweise sammeln. Und das ist in dem Zusammenhang recht schwierig, weil alles, was strafrechtlich relevant sein könnte, natürlich nicht offen besprochen wird.
auch in Moscheen nicht offen besprochen wird. Also wir haben in Frankfurt, auch wenn es immer mal wieder kolportiert wurde, keinen Imam, der Hasspredigten von der Kanzel hält. Dann wäre auch schön bescheuert, weil er immer damit rechnen muss, dass V-Leute des Verfassungsschutzes, auch der Polizei, in der Menge der Gläubigen sich befinden und das weitergeben. Es gab da natürlich schon auch Äußerungen, die uns so übermittelt wurden, die schon zumindest einen Anfangsverdacht ausgelöst haben, aber wir müssen das beweisen können. Und allein die Aussage eines V-Mannes reicht nicht vor Gericht, um dort Beschlüsse zu bekommen. Also wir müssen das beweiskräftig dann dokumentieren. Das würde bedeuten, dass wir quasi die Moscheen mit Videotechnik überwachen müssten. Und das ist so gut wie unmöglich. Also da müssten wir schon Anhaltspunkte für einen geplanten Terroranschlag haben, um sowas überhaupt gerichtlich durchsetzen zu können. Insofern hinken wir da leider immer ein Stück hinterher. Und wir müssen uns behelfen, müssen halt versuchen, auf anderem Wege, zum Beispiel über Äußerungen in sozialen Netzwerken, die natürlich auch in geschlossenen Gruppen stattfinden, da Leute reinzuschleusen, um an diese Informationen zu kommen. Das ist sehr schwer. Mit den Moscheen halten wir es ein wenig anders. Wir gehen sehr offen mit den Moscheen um. Das heißt, wir hatten in Frankfurt eine Moschee, die auch durch die Medien gezerrt wurde, die auch durchsucht wurde bei einem bestimmten Anlass. Ich habe mit den Moscheebetreibern gesprochen. Ich habe mit denen Klartext gesprochen und habe gesagt, wir beobachten nicht die Moscheen. Wir dürfen keine Institution wie eine Moschee beobachten. Wir beobachten die Täter, das heißt die Salafistenszene. Und wenn die Salafistenszene, wenn wir das feststellen, dass die sich bei euch in der Moschee treffen, dann beobachten wir natürlich auch die Moschee, weil dann sind wir automatisch bei euch. Und wenn ihr das zulasst, dass diese Szene sich bei euch trifft, bei euch Straftaten bespricht oder Leute radikalisiert, dann müsst ihr damit rechnen, dass wir ein Verbotsverfahren einleiten, das heißt einleiten lassen durch das Innenministerium. Und insofern seid ihr gut beraten, diese Leute aus den Moscheen zu entfernen. Das hat nicht immer geklappt, aber ich sag mal, manchmal wirken auch Fakten wie Durchsuchungen ganz gut. Das hat ja auch in den Medien einen Hype ausgelöst. Das ist nicht gut für eine Moschee, das wollen die natürlich nicht. Auch gegenüber den Gläubigen. Diese Moschee, um es ging, die hat beim Freitagsgebet über 1000 Besucher. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist dann auch für die Polizei schon schwierig, dort die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber wir kennen unsere Leute und sehen natürlich auch, wenn die zuhauf in eine bestimmte Moschee gehen. Und dann müssen wir die Moscheebetreiber dazu bringen, dass sie diese Leute aus ihren Moscheen fernhalten. Das ist danach auch geschehen. Die haben den Hausverbot erteilt, haben die abgewiesen. Das macht es der Szene wesentlich schwerer, sich irgendwo zu treffen und dann vielleicht auch noch andere mit in ihren Strudel reinzuziehen. Die müssen sich dann in Wohnungen treffen oder dann manchmal auch in Lokale, die in Frankfurt dann auch aufgemacht wurden, wo wir dann auch natürlich das mitbekommen, weil wir an der Szene dran sind und sehen, wo die sich treffen. Und dann versuchen wir in solchen Fällen auch über andere Mittel, zum Beispiel Gesundheitsamt, das ist immer ein ganz guter Hebel, weil in den Lokalen geht es nie so zu, dass das Gesundheitsamt das sagen könnte, da macht man ein Siegel drauf. Und da kann man dann schon einiges machen. Wir müssen da zwar rechtsstaatlich, aber auch schon ein bisschen mit Tricks arbeiten. Herr van Hüllen, das Thema V-Leute ist eben schon gefallen. Jetzt haben Sie ja 20 Jahre im Verfassungsschutz gearbeitet. Der Verfassungsschutzpräsident, also vom Bundesamt für Verfassungsschutz, Herr Maaßen, hat jetzt kürzlich gefordert, er braucht wesentlich mehr Leute. Ist es das, was es braucht, oder muss der Verfassungsschutz zum Beispiel nicht ganz anders aufgestellt werden, um diesen Gefahren zu begegnen? Naja, ich hoffe, das, was ich jetzt hier sagen muss, wird Herr Maaßen nicht so schnell erfahren, aber der nicht mal ein Dienstvorgesetzter ist. Wir sagen es nicht weiter. Ganz so tragisch. Wir sagen es nicht weiter. Das ist eine sehr deutsche Lösung. Gebt mir neue Gesetze, neue Dateien und mehr Personal, und zwar völlig egal welches, und alles wird gut. Man muss auch mal von Maaßens Interesse sehen, wenn der 2000 mehr hätte, wäre er fast so groß wie das BKA. Das erhöht natürlich seinen eigenen Stellenwert. Ich will ihm nichts Böses unterstellen, aber man könnte auf eine solche Motivation durchaus kommen, wenn man solche Betriebe kennt. Das ist alles Quatsch. Wenn Sie 2000 Leute, müssen Sie rekrutieren, müssen Sie mindestens 3 Jahre ausbilden. Für Polizisten gilt das auch. Ich mache das in Gelsenkirchen an der Fachhochschule, deswegen weiß ich das sehr genau.
Da ist das Reservoir erschöpfbar bei einer solchen Zahl. Und Sie brauchen natürlich Kollegen, die die Zeit dafür haben, neben der Arbeit, Herr Trussfeld hat vorhin gesagt, was da so abläuft im Moment an Arbeitsbelastung, die Neuen auch noch einzuweisen. Wenn Sie die Möglichkeit nicht haben, machen die Neuen nur Mist. Das ist ja völlig klar. Die sitzen in einer Eingriffsverwaltung. Das heißt, die produzieren Ihnen jede Menge Pannen und Fehlleistungen. Also ich weiß nicht, was diese Zahl mit den 2000 da soll. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Was dieser Nachrichtendienst braucht, wäre eine höhere Qualifizierung hinsichtlich der Fähigkeit, diese Szenen zu verstehen und die Klientel, die darin wohnt, zu verstehen. Das heißt, wir brauchen nicht irgendwelche Verwaltungsbeamte, sondern wir brauchen Sozialwissenschaftler, Islamwissenschaftler und Leute, die vielleicht aus der Sozialarbeit kommen und ein gewisses Gespür dafür haben, was in solchen jungen Menschen vor sich geht, die in solchen Szenen landen, egal jetzt ob rechts, links oder Islam, ist völlig egal. Dafür brauchen Sie keine unendlichen Zahlen. Qualität statt Masse, das wäre der Punkt. Die deutsche Lösung sieht leider umgekehrt aus. Und finanziert wird das natürlich dann auch noch. Wir haben eine riesige Präventionslandschaft in Deutschland. Wir werden bewundert dafür im Ausland, weil wir da so viel Geld reinstecken. Und zugleich sagen mir Gesprächspartner im Ausland sehr deutlich, das Problem bei euch ist, dass ja jeder macht, was er will. Da gibt es irgendwelche sogenannten Engagierten, so sagt das Frau Schwesig immer gerne, engagierte Menschen, die machen mal irgendwas und kriegen dann dafür staatliches Geld. Das Gleiche passiert auf Länderebene, das Gleiche passiert nochmal auf Kommunalebene. Aber es gibt keinen Plan, wie das Ganze zusammenlaufen soll. Und deswegen ist da einiges qualitativ nachzubessern. Wir sind da noch nicht in der Wirklichkeit angekommen, weder bei den Behörden noch im Präventionsbereich. Mhm. Zum Thema Engagierte werde ich gleich noch mal Herrn Mayer fragen, aber erst Herr Krauser, Sie haben, Sie wollten gern reagieren, ja. Ne? Herr van Hoelen hat ja bestimmt nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, dass es nicht einfach eine Frage der Quantität sein kann und einer besonders, ich sag mal, guten finanziellen Ausstattung, sondern eher eine Frage der Qualität. Und da wäre natürlich die Nachfrage, worin zeichnet sich denn die Qualität dann in diesen Rollen, in diesen Rollen, die sozusagen aktiv werden sollen, dann aus. Wenn ich mir vorzustellen versuche, was sich im Laufe der letzten rund 20 Jahre etwa abgespielt hat mit V-Leuten, was dort an Problemen sichtbar wurde. Also zum Beispiel beim ersten Versuch, die NPD zu verbieten im Jahre 2003, vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das war eine äußerst delikate Situation, weil nämlich dort sich gegenüberstanden, sie saßen zwar nebeneinander, aber letztlich ideell betrachtet gegenüberstanden, nämlich Otto Schily als Antragsteller, als damaliger Bundesinnenminister und als Vertreter der NPD, also der Partei, die dort hätte verboten werden sollen, jemand wie Horst Mahler. Und Horst Mahler war früher ein Kollege und Otto Schily war eher der Lehrling als umgekehrt, also der Lehrling von Mahler gewesen als umgekehrt. Dieser Prozess ist dann gar nicht in Gang gekommen und zwar deshalb aus einem einfachen Grunde, weil nämlich man sehr schnell gemerkt hat, dass sich die NPD deshalb so schwer vor dem Bundesverfassungsgericht als Objekt dieser Entscheidung auch behandeln lassen würde, weil viel zu viele V-Leute drin waren und weil die Einflüsse des Verfassungsschutzes in die Praxis der NPD viel zu hoch eingeschätzt worden ist, deshalb hat man das wieder abgeblasen. So, dass das eine. Das zweite ist, dass dann im Komplex des nationalsozialistischen Untergrunds, seitdem das im November 2011 ruchbar geworden ist, ist so vieles klar und deutlich geworden, dass man einfach die Frage aufwerfen muss, ob denn diese Form, dass man sozusagen diese Kräfte penetrieren muss durch V-Leute, die aber selber sozusagen aus dem aktiv eigenen sind. Fleisch dieser Organisationen und Gruppen und Strömungen stammen, ob das wirklich der Königsweg sein kann, ob man nicht vielleicht da besser über eine Alternative nachdenken sollte, nämlich über eine andere Rolle, nämlich die der UCAs, der Undercover-Agenten, die selber vom Verfassungsschutz entsprechend ausgebildet worden sind. Das ist natürlich auch kein unriskantes Unternehmen, wenn die dann in diese Gruppen reingehen, diese Organisationen, die laufen natürlich unter Umständen Gefahr. Aber über diese Personen hat man, weil sie ja vorher ausgebildet worden sind, ein viel höheres Maß an Kontrolle. Deshalb würde ich gerne von Ihnen, Herr van Hoelen, wissen,
wie Sie das einschätzen, ob das ein probates Mittel wäre, um dieses Dauerproblem V-Leute, das etwas zu entgiften. Nur mal zur Erläuterung eine Zahl, also im Umfeld des NSU schätzungsweise 40 V-Leute im Einsatz gewesen, im näheren und weiteren Umfeld. Im sehr weiten Umfeld, ja, aber ich fasse mich einfach mal. Aber auch im sehr nahen. Ja, ich fasse mich einfach mal kurz. Die Pannen, die passiert sind mit der Vormannführung, kennen Sie aus 12 Untersuchungsausschüssen im Bundestag und in den Landtagen. Die sind in aller Deutlichkeit in die Öffentlichkeit gezogen worden. Und ich frage jetzt mal rhetorisch zurück: Kennen Sie eine einzige richtige Panne im Bereich Linksextremismus oder Islamismus? Nein. Beim Rechtsextremismus ist eine Menge schiefgegangen. Naja, so ein paar alte kennen wir, ne, Herr Krauser. Aber das hält sich sehr im Rahmen. Also jedenfalls nicht vergleichbar mit dem, was im Rechtsextremismus passiert ist, weil auch hier der Faktor Politik Anfang der 90er Jahre gesagt hat, Tonnage statt Qualität. Holt mir V-Leute aus den Rechtsextremisten, aus den Szenen raus, egal wie viele, egal wen. Es gab einen enormen politischen Druck und dabei ist die Qualität dabei hops gegangen. Und es ist ein gewisses Problem bei Rechtsextremisten, sie sind sehr korrupt und sehr geldgierig, sie sind ganz einfach zu werben, aber sie sind dementsprechend unzuverlässig. Ja. Das hätte man so nie tun dürfen. Also das ist ein klares Ergebnis. Herr Krauser, das mit den UCAs, die Undercover Agents, sind Beamte. In der Regel sind das auch schon mal Polizeibeamte gewesen, die man dafür verwendet hat. Sie sind nicht Bestandteil einer solchen Szene. Sie denken anders. Sie denken als Beamte, als verfassungstreue Mitarbeiter einer Sicherheitsbehörde. Und sie gehören nie wirklich dazu. Und sie haben ein Riesenproblem, wenn sie von einer Straftat erfahren, dann kann es sein, dass sie als Beamte dem Legalitätsprinzip unterworfen sind und dann einen Fahrraddiebstahl melden müssen, während es darum geht, Terrorismus aufzudecken. Da kenne ich andere Beispiele. Ja, also man hat das auch gemacht mit den UCAs. Es funktioniert, aber es ist sehr viel aufwendiger und unterm Strich weniger effizient. Richtig ist, wenn ich die Qualität so auf den Hund kommen lasse, wie uns das bekannt ist im Bereich der Rechtsextremismus, Bekämpfung mit V-Leuten, dann stellt sich die Frage, ist das das richtige Konzept? Aber wie gesagt, dieses Ausmaß an Qualitätsverlust gab es nur da. Herr Mayer, bevor wir über das Thema Prävention sprechen, möchte ich noch mal einmal nachhaken beim Thema Masse und Qualität. Herr Trusheim, es ist ja so, dass deutschlandweit eine nicht ganz unerhebliche Zahl auch von rechtsextremen Straftätern untergetaucht ist. Das sind also Leute, die eigentlich ins Gefängnis gehen müssten, die man aber nicht zu Hause angetroffen hat oder was auch immer, die irgendwo leben. Fehlt da vielleicht doch auch ein bisschen Personal bei Ihnen? Wünschen Sie sich an der einen oder anderen Stelle mehr Leute? Also dazu kann ich sagen, dass mich vor einigen Jahren ein hochrangiger Vorgesetzter ansprach, weil wir eben dieses Ausufern des Salafismus dann feststellen, so 2013 etwa. Sagte Herr Trusheim, sagen Sie mir, wie viele Leute Sie brauchen und Sie bekommen die Leute. Da habe ich gesagt, geben Sie mir 10 Leute auf einmal und wir müssen aufhören zu arbeiten, weil wir dann nämlich nur noch Ausbildung machen. Mhm. Das ist genau das, was Sie sagen. Das kann man nicht aus dem Boden stampfen. Und ich maße mir nicht an, festzustellen, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz in der Lage ist, Tausende von Leuten gleichzeitig auszubilden. Man darf das bezweifeln. Und dann kommt nichts raus dabei, außer Fehler vielleicht, die produziert werden. Also das ist nicht das Konzept, mit dem man gegen den Extremismus gewinnen kann, sondern das muss aufgebaut werden. Ich habe meine Dienststelle fast verzehnfacht innerhalb der letzten 10 Jahre ungefähr. Und das ist angemessen, aber das kostet unheimlich viel Kraft, die Leute auszubilden und dass die dann auch vernünftig arbeiten können. Und ansonsten, wie gesagt, ich kann das nur unterstützen. Wir brauchen Klasse in dem Bereich und keine Masse. Und was das Problem der V-Leute angeht, wir arbeiten natürlich auch mit V-Leuten, anders ging es gar nicht. Aber was V-Leute bei uns produzieren, das sind nur Ermittlungshinweise. Das heißt, das, was die uns an Erkenntnissen geben, müssen wir versuchen, durch polizeiliche Mittel dann auch festzustellen, sodass ein V-Mann, der wird niemals vor Gericht auftreten können, weil die Glaubwürdigkeit dann nicht letztendlich
geprüft werden kann. Also zumindest machen wir das nicht so, sondern wir versuchen das, was wir da an Erkenntnissen gewinnen, so einzusetzen, dass wir ganz gezielt ermitteln und dann die Ergebnisse polizeilich feststellen können. Herr Mayer, ich will jetzt endlich zum Punkt Prävention kommen. Wir haben ja an verschiedenen Stellen gehört, dass die polizeilichen Mittel begrenzt sind, auch zum Glück begrenzt sind in einer freiheitlichen Gesellschaft, die Mittel der Überwachung. Sie arbeiten im Violence Prevention Network mit. Das ist ein Zusammenschluss, ein Netzwerk von Experten, die im Deradikalisierungsbereich arbeiten, Prävention arbeiten. Haben Sie das Gefühl, da passiert genug? Sie bekommen genug Unterstützung vom Staat, finanzielle oder in welcher Form auch immer? Ja, also insgesamt kann man ja schon sagen, dass die Überwachungsmaßnahmen zugenommen haben, dass das Bewusstsein auch zugenommen hat, was passiert wo, und dass man auch, sagen wir mal, die ganze Bevölkerung aufgefordert wurde, zu melden, wenn sich irgendwo problematische Dinge abzeichnen, sodass jetzt dauernd Lehrer anrufen und sagen, wir haben da jemand, der hat jetzt ein Bart, oder eine Frau hat ein Kopftuch aufgesetzt, und ist es vielleicht möglicherweise ein Radikalisierungsanzeichen und so weiter. Das passiert sehr oft. In Hessen ist es so, dass der Staat, das Innenministerium, die Violence Prevention Network sehr stark fördert. Und deswegen können wir auch fast jeden dieser Meldungen nachgehen und können hingehen, können Schülerworkshops machen und Lehrerworkshops machen und stellen da unterschiedliche Dinge fest. Sehr oft und fast meistens sind die Sachen unbegründet. Was wir aber auch feststellen, ist, dass sehr häufig Radikalisierungsursache die Lehrer sind. Das heißt, dass wir auf der Ebene sehr stark arbeiten müssen. Die Lehrer sind überhaupt nicht vorbereitet auf die Multikulturalisierung der Klassen. Das ist ein Arbeitsfeld, was unbedingt bearbeitet werden muss. Und was wir natürlich auch feststellen ist, wir machen diese Schülerworkshops meistens ohne die Lehrer. Wir schicken die Lehrer meistens raus und gucken, was geht denn in den Schülern vor. Und da stellen wir fest, dass die Diskriminierung und das Islambashing, was jetzt in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, und auch das Bashing von anderen Kulturen, also ich nehme jetzt mal als Beispiel Erdogan, dazu geführt hat, dass die Leute in die Radikalisierung treibt. Denn, und ich meine, das müssen wir als Präventionsmaßnahme auch ins Auge fassen. Denn wenn man jetzt mal auch im Gefängnis zum Beispiel, wenn ich die jungen Leute gefragt habe, woher kommt denn der Hass, dann haben die jungen Leute gesagt, wir fühlen uns unerwünscht. Und wenn man jetzt die letzten Jahre auch mal sich zurück überlegt, was waren denn jetzt einzelne Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Radikalisierung in der Szene zugenommen hat, da fällt mir zum Beispiel diese Gerichtsverhandlung in Dresden ein, wo diese ägyptische Frau mit dem Kopftuch dann ermordet wurde von dem Täter, von dem Angeklagten im Gerichtssaal, und dann nachher noch der Polizeibeamte auf den Ehemann geschossen hat, anstatt auf den Täter. Das sind Sachen, die sicherlich vorkommen können, aber was sozusagen in der Szene vorgeworfen wurde der Politik, war, dass kein Mensch sich hingestellt hat und hat gesagt, diese Leute gehören auch zu uns. Also zum Beispiel Frau Merkel gesagt hat, das sind unsere Staatsbürger, wir schützen die, und es darf unter keinen Umständen nochmal vorkommen, sowas. Allein diese Botschaft hätte einen enormen positiven Effekt gehabt. Da kam aber gar keine Reaktion. Das war so ein Meilenstein fast in der Radikalisierungsphase. Und der zweite ganz große Meilenstein war dann das Buch von Sarrazin. Als Sarrazin das Buch geschrieben hat und hat dann diese rassistischen Sachen in dem Buch formuliert und hat so viel auch dann nicht nur von rechtsradikalen Beifall bekommen, sondern ist ja dadurch Millionär geworden, und fast jeder hat das Buch gekauft und jeder hat ihn eingeladen zu Lesungen. Und diese politischen Diskussionen, die dann im Zuge der Veröffentlichung des Buches dann stattfanden, die haben sehr stark dazu geführt. Und wenn ich das jetzt und ganz noch mehr zugespitzt hat sich jetzt 2016, also 2015 hatten wir ein Jahr, wo eben das Wir schaffen das war, wo ganz viele Ehrenamtliche dann auch sich engagiert haben, wo viel Kulturkontakt stattgefunden hat, der auch positiv war. Aber 2016 war dann das totale Gegenteil, und das Islambashing hat dermaßen zugenommen, dass fast die Strategie von dem satanischen Staat, würde ich ihn lieber nennen als IS, ich nenne lieber SS. Neulich hat einer gesagt, US, unislamischen Staat, ist auch eine Möglichkeit, aber satanischen Staat finde ich noch besser.
US ist so ein bisschen besetzt. Ja. Ja, das ist vielleicht gar nicht unabsichtlich, vielleicht gar nicht unbeabsichtigt, diese Koinzidenz der Buchstaben. Aber die Strategie von IS ist ja jetzt ganz konkret. Wir machen hier absolut abartige Attentate, damit der Hass auf den Islam zunimmt und damit die Leute immer mehr darüber sprechen, wie wir die Muslime noch mehr quälen müssen. Aber das ist doch tatsächlich so ein Teufelskreis. Wie kann man den durchbrechen? Islamophobie, Islamismus, Islamophobie, Islamismus? Ja, indem man einfach die Sache trennt und schon mal nicht islamischer Staat sagt, sondern satanischer Staat. Und indem man sagt, nee, das klingt immer blöd, das hat mit Islam nichts zu tun. Nein, aber ich meine, wenn die große Mehrheit da auch für das Gute sich einsetzen möchte, dann nehmen wir sie doch dazu, die große Mehrheit, und stellen die anderen tatsächlich an den Rand. Diejenigen, die irgendwelche bösartigen Absichten hatten, die müssen wir stigmatisieren, die müssen wir sozusagen ins Visier nehmen, aber die große Mehrheit doch nicht. Also Sie stören sich auch an der Verknüpfung mit dem Wort Islam natürlich. Einfach. Mhm. Herr Krosser, Sie schütteln den Kopf. Ja, ich glaube, wir sind hier an einem Knackpunkt angelangt, wenn ich das so vielleicht etwas salopp formulieren darf. Fast mit Recht. Denn das, was Sie als Bashing bezeichnen, gibt es natürlich auch, aber ich würde es nicht, was Sie jetzt sowohl im Hinblick auf Erdogan formuliert haben, als auch im Hinblick auf den Islam als Ganzes, einfach nur unter der Kategorie des Bashings subsumiert sehen wollen. Denn ich sehe einfach, dass es eher ein Defizit gibt an Kritik, an Empörung, an Protest gegenüber einer Form eines um sich greifenden Terrorismus, der inzwischen dazu übergegangen ist, dass mit Mitteln, die sich jeder Normalbürger besorgen kann und für die es keiner terroristischen Ausbildung bedarf, um so etwas dann umzusetzen, nämlich ein PKW zu besteigen, ein LKW zu nehmen, Messer in die Hand zu nehmen, in eine Menschengruppe reinzufahren, anschließend Passanten zu erstechen und anderes mehr. Das ist einfach unglaublich empörend. Und Sie haben ja selber das auch eben in Ihren Formulierungen entsprechend angeprangert. Aber wenn Sie einfach mitbekommen, und das ist wirklich ein Unterschied gegenüber früheren Terrorismen, also ich beschäftige mich mit der Geschichte des Terrorismus seit langer Zeit. Wenn Sie den in den 70er Jahren, 80er, 90er Jahren nehmen, dann haben wir es jetzt zu tun sozusagen mit einer Art von terroristischer Kontinuität. Es gibt fast jeden Tag Meldungen von enormen terroristischen Anschlägen und man weiß überhaupt nicht, wie man die verarbeiten, wie man ihnen politisch begegnen soll. Es gibt so etwas wie einen Erschöpfungszustand und gleichzeitig in hochindustrialisierten Staaten mit entwickelten Sicherheitsapparaten auch eine Ernüchterung darüber, was dort alles geschieht. Das muss man einfach in Rechnung stellen. Gemessen darin ist das, was sich gegenüber dem Islam äußert, unterhalb einer zu verallgemeinerungsfähigen Schwelle dessen, was ich als Bashing bezeichnen würde. Das ist das eine. Das zweite ist, diese Formulierung des Bashings gibt es auch in Bezug auf Putin und in Bezug auf Erdogan. Erdogan ist zum Beispiel als türkischer Staatspräsident jemand, der ja fast jeden, der in dem Referendum, das zuletzt über seinen Machtzuwachs dann ausgetragen worden ist, meint, als potenziellen Terroristen behandeln zu können, wenn er nicht damit einverstanden gewesen ist. Das heißt, dort ist eine Terrorismus-Definition so sehr entgrenzt worden, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wo sie da überhaupt mal ansetzen sollen. Das heißt, wir haben es eher umgekehrt bei bestimmten Leuten, die bestimmte Staaten anführen und eine bestimmte Politik durchführen, mit Problemen der Entgrenzung zu tun, die man selber als, wenn man diese Kategorien und diese Formel verwenden wollte, als extremistisch bezeichnet. Mhm. Aber wenn wir über Entgrenzung sprechen und auch ein bisschen wegkommen wollen von Sicherheitsbehörden und mehr zu dem, was Sie auch ansprechen, also wie wird im öffentlichen Diskurs damit auch umgegangen, dann muss man ja auch darüber sprechen, dass zum Beispiel eben über die AfD, auch über jemanden wie Sarrazin, also ein SPD-Politiker, eben ein islamophobes, rassistisches, extremistisches Gedankengut in schon die Mitte der Gesellschaft reicht. Und da ist doch die Frage, wie,
wie eine demokratische Gesellschaft dem entgegnet und inwieweit da auch vielleicht die etablierten Parteien versagen, sich dem entgegenzustellen, wenn ein Björn Höcke in Dresden seine Rede hält und danach oder davor bei Günther Jauch sitzt. Wie ist damit umzugehen? Das gebe ich mal einfach in die Runde und wer zuerst das Mikro hochhält, hat gewonnen. Also ich glaube, dass auch dieses Beispiel oder die Beispiele, die Sie jetzt zuletzt gebracht haben, Björn Höcke und damit die AfD, dass das wirklich tiefgreifendere politische Phänomen ist einfach der Rechtspopulismus und nicht unbedingt der Extremismus, jedenfalls so, wie er hier definiert worden ist oder in der Diskussion halt eine Rolle gespielt hat. Also die NPD ist bezeichnenderweise nicht mehr sozusagen das Hauptproblem, sondern wenn, dann sind es Mischformen, wo sozusagen bestimmte Extremismen oder Radikalismen innerhalb einer populistischen Partei sozusagen tonangebend sein können und es dort sozusagen transmittierende Phänomene gibt. Mhm. Darum müsste man sich mehr kümmern. Und ich würde auch sagen, Sarrazin ist nicht der Grund für diese Probleme. Das ist ein Katalysator gewesen. Den können Sie natürlich mit staatlichen Mitteln beikommen. Das ist ein Autor, der hat ein Buch Erfolg gehabt, das ist unerfreulich und man kann sich damit sozusagen mit all den Mitteln, die eine Demokratie zur Verfügung hat und eine Öffentlichkeit hat, auseinandersetzen. Und das geschieht oder ist auch zumindest geschehen. Dennoch hat das sozusagen die Effekte nicht wesentlich begrenzt, die er damit erzielt hat. Und er war in gewisser Weise ein Vorarbeiter des Rechtspopulismus. Mhm. Herr von Hühn. Ich würde Folgendes ergänzen. Dieser Begriff Islamophobie hat eine bestimmte Geschichte. Das ist eigentlich eine Erfindung eines britischen Thinktanks gewesen, der von bestimmten islamischen Verbänden aufgenommen worden ist, um sich selber zu viktimisieren. Selbstverständlich funktioniert das auch über eine rechtspopulistische Schiene. Es wäre aber dann unwirksam, wenn man von etablierter und demokratischer politischer Seite eine differenzierte Auseinandersetzung mit bestimmten Formen des Islamismus, nicht des Islam, des Islamismus trennen könnte von diesem, was Herr Mayer nicht völlig zu Unrecht Islambashing genannt hat. Nicht völlig zu Unrecht, das war in Ordnung. Denn ich kann mir jetzt subjektiv sehr gut vorstellen, das ist ja auch eine muslimische Grundeigenschaft, dass der Muslim normalerweise ein Unrecht oder ein gefühltes Unrecht, was einem anderen Muslim angetan wird, auf sich bezieht und sich solidarisiert. In der Hinsicht funktionieren die Sozial etwas anders als wir Christen. Ja. Nein, Sie können nur so erklären, warum Leute, die mit dem Palästina-Konflikt nie etwas zu tun hatten, sich auf der Straße massenhaft empören, obwohl sie damit nichts am Hut haben. Das ist so eine Art innermuslimische Solidarität. Die darf aber auch nicht undifferenziert passieren. Und meine Bitte wäre an die Muslime in Deutschland, die gut integriert und verfassungstreu sind, dass sie stärker ihre Stimme erheben gegen diese auszugrenzenden Islamisten. Dann würde man das Problem wahrscheinlich in den Griff kriegen. Ich brauche auch mal in einer Schule einen Vertreter eines gemäßigten Islam, der mir erklärt, dass im Koran nicht nur Terroraufrufe drinstehen, sondern dass man ihn auch völlig anders interpretieren kann. Aber leider sind diese vielen Millionen Muslime bei uns in der Hinsicht ziemlich still. Und ich denke, Herr Mayer, das wäre eine Sache, die man wirklich ändern müsste. Da könnte man schon viel mit erreichen. Geben Sie mir ein paar Millionen. Sie von mir gerne haben, jederzeit. Wir haben es ja. Ja, ich meine, das ist auch eine der Sachen, die VPN macht, ja, tatsächlich. Und das ist auch was unheimlich wirksam ist. Ja, das ist auch tragisch, dass bisher noch kein islamischer Religionsunterricht stattfindet. Es ist tragisch, dass immer noch keine muslimische Seelsorge in allen Gefängnissen vorhanden ist, weil da sind nämlich genau die Sachen, werden dann getan. Da werden die Sachen positiv besetzt. Ich meine, das ist ganz klar. Die Verse, die Islamkritiker jeden Tag bringen, die bringen auch die Radikalen denen bei. Und wenn die dann nichts anderes hören und wenn man sich anschaut, woher, aus welchem Milieu kommen die Radikalen, die kommen fast nie aus dem religiösen Milieu. Die haben überhaupt keine religiöse Vorbildung. Und auch die jungen Leute, die heutzutage, ich meine, ich möchte noch mal vielleicht eine Sache ein bisschen genauer beleuchten, weil das sind Sachen, die einem nicht so klar sind. Man muss sich ein bisschen in die jungen Leute reinversetzen. Die jungen Leute der zweiten Generation oder dritten Generation, die hier aufgewachsen sind, die der potenzielle Pool sind, die von den Rekrutierern in den Fitnessstudios und in allen möglichen Zusammenhängen da eben aufgesucht werden, die haben auch sehr starke Identitätsprobleme. Denn die sehen nicht deutsch aus
Und die werden auch nicht deutsch, als deutsch angesehen, die werden auch nicht als deutsche akzeptiert. Das heißt, wenn man fragt sie dann, woher kommen sie denn? Ja, das ist so. Woher kommen sie denn? Und dann sagen sie, ich komme aus Nürnberg oder aus Aschaffenburg. Und sagen, ja, ich meine, aber jetzt, du weißt schon, wo kommst du denn wirklich her, so in Wirklichkeit? Ja, und dann sagen sie ja Afghanistan oder so, waren aber noch nie in Afghanistan. Oder in Marokko oder was weiß ich, schon in der Türkei, in Kurdistan. Kennen diese Kultur gar nicht so richtig, können die Sprache gar nicht so richtig. Und wenn sie dorthin fahren würden, würden sie als Fremde angesehen. Dann suchen sie sich eine andere Identität. Welche Identität wird ihnen dann angeboten? Dann wird sozusagen von den Salafisten oder überhaupt der Islam, Muslim als Identität, wird ihnen auch sowieso schon automatisch zugeschoben aufgrund ihrer Optik. Seit dem 11. September ist es so, dass die Leute, die so ungefähr so aussehen, als wären sie aus dem islamischen Kulturkreis, dann werden sie als Muslime angesehen und dürfen auch dann keine anderen Sachen machen, dürfen auch kein Bier trinken, weil dann sagen sie, bist doch Muslim, wieso trinkst du Bier, sozusagen. Und dann ist aber dieses Moslem-Sein oder das Türkisch-Sein negativ besetzt. Jeder Türke, den man heute findet, sag mal, dein Erdogan, der hat doch eine Marke, oder? Und dann fällt auch dieses, also in der Schule, auch dieses Identifizierungsmerkmal weg. Das heißt, auch da kann man sich nicht reinsteigern in die Identität, kann stolz sein auf irgendeine Identität. Und dann fehlt denen völlig. Es fehlt das positive Muster. Da fehlt denen völlig eine Verwurzelung, die wir uns gar nicht vorstellen können. Auch ich nicht. Ich bin Deutscher, ich bin hier in Deutschland geboren, mein Vater war Lehrer, ich habe einen ganz stabilen Stand, ich habe überhaupt keine Probleme. Ich bin total verwurzelt, deswegen kann ich mir auch erlauben, so rumzulaufen sozusagen. Naja. Ja, wenn einer schon braun ist im Gesicht und so, dann sagt der Lehrer schon zu dem, ja, du, ich gebe dir keine Gymnasialempfehlung, weil du schaffst es wahrscheinlich nicht. Du hast bestimmt zu Hause keine Unterstützung. Ich habe das selbst erlebt bei meinen Kindern. Meine Tochter, die braun ist, weil meine Frau dunkelbraun ist, meine Tochter hellbraun. Und die hatte in der Grundschule nur Einsen und Zweien im Zeugnis und die Lehrerin hat sie auf die Realschule empfohlen, nicht aufs Gymnasium. Das habe ich am Anfang gar nicht kapiert. Was war denn die Ursache dafür, bis mir einer gesagt hat, ja klar, die Hautfarbe. Und dann haben wir sie trotzdem aufs Gymnasium geschickt. Die hat 8 Jahre Gymnasium gemacht, hat Abitur gemacht, ohne sitzen zu bleiben und ohne viel zu tun. Haben Sie sich nochmal bei der Lehrerin gemeldet? Nee. Ja, ich meine, das sind Sachen, die wir uns als Deutsche, als normale Deutsche nicht vorstellen können, unter was für einem Druck die Leute sind. Die sind werden erstmal schon zu den Schlechten sortiert in der Klasse. Dann haben sie schon mal schlechtere Chancen, kriegen schlechtere mündliche Noten und so weiter. Das hängt alles miteinander zusammen. Und dann ist auch noch, die deutsche Kultur wird ihnen nicht zuerkannt und alle anderen Kulturen, alle anderen Kulturen sind negativ besetzt. Oh, du kommst aus Afghanistan, oh, das sind doch die mit der Burka, oh, du kommst aus der Türkei, oh, Erdogan und sowas, Sachsen zu dem Idioten sozusagen, wird dann ihnen vorgeworfen. Und du bist ja Muslim, oh, bei euch werden ja die Frauen unterdrückt und außerdem sind das doch Terroristen, oder nicht? Ist nicht Islam so Terrorismus und so? Das ist gar nicht so einfach, das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen denke ich, auf der Ebene sollten wir viel mehr arbeiten und dann könnten wir nämlich die Wut, die durch diese ständige Stigmatisierung, und wir beobachten das und wir sprechen ja mit denen, wir wissen das ja, und ich meine, ich erlebe das ja auch. Die Leute sagen ja auch mir ständig, wo ist deine Bombe, Mörder und so weiter, sagen sie auch auf der Straße zu mir. Mir macht es nur nicht so viel aus, weil ich das nicht von Kindheit auf ständig nur erlebe und weil ich auch ein sagen wir mal, jetzt ganz guten Stand habe, in allen Hinsichten. Da sollten wir stärker darauf achten, damit die Wut nicht so ansteigt, weil die Wut ist ganz häufig eben eine Terrorismusursache und dann verhindern wir auch diese normalen Attacken, die jetzt natürlich jederzeit vorkommen können. Jeder kann sich ein Messer einstecken und kann irgendeinen attackieren. Das können wir nicht verhindern, selbst mit den größten, besten polizeilichen Mitteln nicht. Und da müssen wir eben meiner Ansicht nach stärker auf der Ebene arbeiten, dass wir die Leute mehr akzeptieren, dass wir mehr Empathie haben, dass wir mehr Akzeptanz haben für die Leute und nicht ständig kritisieren. Das ständige, ich meine, die Thematisierung von bestimmten Dingen, und ich bin auch selber, ich arbeite auch in Moscheen. Ich habe auch dieses Jahr ein großes Moscheeprojekt aufgezogen in Wiesbaden, weil ich der Meinung bin, die jungen Leute müssen merken, aus welcher Richtung ein Imam kommt. Wenn der Imam predigt, auch wenn der Imam nicht zur Gewalt aufruft, weil er das weiß, dass er sonst in den Knast kommt, aber man muss sofort entdecken können, man muss so weit vorbereitet sein, islamisch gesehen, dass man entdecken kann, aus welcher Richtung er kommt und dass man so jemanden nicht akzeptiert als Imam. Da sind die Muslime auch nicht weit genug, das stimmt, in vielen Moscheen.
Ich will an der Stelle mit Blick auf die Uhr und die ganzen jungen Leute, die so lange ausgehalten haben und sogar ab und zu mal gelacht und sich gemeldet haben, jetzt auch mal zu Wort kommen lassen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Genau, erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an Sie alle für die wahnsinnig interessante Podiumsdiskussion. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Jetzt haben Sie und ihr aus dem Publikum noch die Möglichkeit, einige Fragen an unsere Referenten zu stellen. Dafür stehen euch an beiden Seiten und, gut, ist hinfällig heute, Leute zur Verfügung, die euch das Mikrofon reichen, wenn ihr eine Frage stellen wollt. Genau. Danke. Eine Frage an Imam Meyer. Herr van Hüllen hat es vorher schon vorweggenommen. Ich denke, es wird hier sehr viel von uns gefordert. Wenn wir sehen würden, dass Muslime wirklich geballt aufstehen, wie bei einer Versammlung, Wahlveranstaltung für Erdogan in Deutschland, da schaffen sie es, dass Zehntausende aufstehen und hinfahren. Charlie Hebdo oder andere Anschläge, da schaffen sie es nicht. Muslime müssten mal aufstehen, müssen sagen, wir sind Muslime, wir haben damit nichts zu tun. Wir sind echte Gläubige. Dann würde das die Glaubwürdigkeit aufbauen. Das fehlt. Es ist auch ein Erdogan-Bashing, wie Sie das nennen. Das ist falscher Ausdruck. Ich nenne es einfach Kritik. Es wird hier in Deutschland werden Veranstaltungen gemacht von einer Partei, deren Vorsitzender die Todesstrafe fordert, der eine unglaubliche Machtfülle auf sich vereint hat mit Mitteln, die für uns in Deutschland unglaublich sind. Unterdrückung von der Presse, was ist das nur für eine Demokratie? Demokratie ist nur gegeben, wenn auch Pressefreiheit gegeben ist. Und hier kommen Zehntausende hin zu solchen Veranstaltungen und wenn auf der anderen Seite was passiert, meldet sich keiner, rührt sich keiner, melden sich ein paar Imame und sagen, okay, wir sind voll dagegen, aber es müsste mal die Masse aufstehen, dass man wirklich sagen kann, gut, ich bin Muslim, aber ich gehöre zu den Guten und wir sind die Masse, wir sind die Mehrheit, wir sind über eine Milliarde. Danke. Wollen wir vielleicht erstmal ein, zwei Fragen sammeln und dann, ja? Also man bekommt ja öfter mal zu hören, dass radikal-islamischer oder auch unislamischer, wie Sie gesagt haben, Terrorismus recht gut finanziert ist. Jetzt überlege ich mir gerade, diese Finanzgeber, stellen die sich vor, dass ihre Investition auch irgendwann mal zurückkommt? Und wenn ja, wie zeigt sich das und wie lange würde das dauern? Wollen wir die Fragen zuerst vielleicht beantworten? Vielleicht eine noch und dann können Ja, wir haben ganz viel gesprochen über die nicht ausreichenden analytischen Mittel. Und ich würde mich fragen, die Öffentlichkeit oder auch die Presse suggeriert ja manchmal so ein bisschen so das Problem mit zu viel Masse einstellen irgendwo, um Extremismus zu bekämpfen, könnte ja auch zur Folge haben, dass der Extremismus nicht nur auf die Gesellschaft übergreift, sondern vielleicht Behörden unterwandern könnte oder so. Und ich würde mal fragen, ob Sie da irgendwie vielleicht eine Meinung dazu haben oder irgendwie da nochmal vielleicht drauf eingehen könnten. Ob das wirklich so ein Problem ist oder ob das wir uns einfach nur so vorstellen, oh Gott, das könnte ja passieren. Fangen wir vielleicht dann gleich mal an, Herr van Hüllen, Herr Trusheim. Also ich würde mal hinten anfangen bei der Frage, können Extremisten bei zu lascher Einstellungspraxis Behörden unterwandeln? Nach dem, was ich über Sicherheitsüberprüfungsmaßnahmen weiß, wenn die vernünftig durchgeführt werden, das ist so gut wie unmöglich.
Also da müssten Sie schon einen ganz herausragenden Unterwanderer haben, der sich dann innerhalb des Kollegenkreises einmal eingestellt, durch die Sicherheitsüberprüfung durchgetropft, dann völlig unauffällig benimmt. Halte ich in der Masse für definitiv unwahrscheinlich. Also da gibt es ganz andere Sicherheitslücken in der Gesellschaft. Wir haben einen Teil unserer Sicherheitsarchitektur ausgegliedert an private Organisationen. Wir haben seit vielen Jahren einen Abbau von Polizeikräften in der Fläche. Und die entsprechenden Sicherheitslücken sind gefüllt worden durch private Unternehmen. Da sind natürlich die Einstellungsvoraussetzungen, die Qualifizierung viel lascher. Und ich glaube, wenn es ein Problem gibt, gibt es das da, aber nicht in den staatlichen Behörden. Ja, also das muss ich Ihnen zustimmen. Mit der Unterwanderung, das haben wir natürlich, als wir anfingen, uns mit diesem Phänomen, als das ausuferte, sehr wohl ins Kalkül mit eingezogen. Bei den Einstellungen werden bei uns diesbezüglich natürlich ganz strenge Überprüfungen vorgenommen. Und da kommt jemand, der zumindest schon mal aufgefallen ist in diese Richtung, natürlich überhaupt nicht in Frage. Es kann natürlich passieren, dass jemand, der im öffentlichen Dienst tätig ist, sich in dieser Zeit irgendwann radikalisiert, wie das bei allen Menschen der Fall ist, die sich anderweitig radikalisiert haben, gibt es das auch bei Mitarbeitern von Behörden, aber das fällt dann auf und führt dazu, dass sie zumindest nicht mehr in einem sicherheitsrelevanten Bereich tätig sein können oder sogar entlassen werden. Und das, was Sie ansprachen, das ist ein Problem, was uns zunehmend zu schaffen macht mit privaten Sicherheitsdiensten, bei allen möglichen Großveranstaltungen. Jetzt letztens, das haben Sie alle auch aus den Medien mitbekommen, bei Rock am Ring. Es kann nicht sein, dass Leute, die unter extremem Extremismus, Salafismus-Verdacht stehen, eine Backstage-Karte haben und bei Rock am Ring aufbauen oder bei Fußballspielen die Möglichkeit haben, mit ihrem Dönerstand ins Stadion zu fahren, den dort aufzubauen. Das versuchen wir zu verhindern. Das ist nicht ganz einfach bei Rock am Ring. Das stand auch in der Zeitung, deswegen kann ich sagen, war das insofern eine Panne, als da Leute über einen Subunternehmer in dieses Team reinkamen, die deshalb nicht überprüft waren. Die überprüften vielen aus, ein Subunternehmer springt ein. Und da muss natürlich derjenige, der das zu verantworten hat, auch in Regress genommen werden. Also das wäre für Lieberberg was, wo er sich gegen wenden kann, dass er genau diese Leute in Haftung nimmt, wenn er einen finanziellen Ausfall hat. Mhm. Aber das ist ein zunehmendes Problem, weil gerade unser Klientel, die Salafisten, streben in solche Security-Positionen, weil das kommt ihrem Naturell entgegen, da können sie den Breiten machen, können Leute schikanieren und haben dann aber auch, ohne dass sie vielleicht, wenn sie damit anfangen, einen terroristischen Hintergedanken haben, haben sie die Möglichkeit, und das wissen andere, weil die Szene ist natürlich sehr gut vernetzt, haben dann Möglichkeiten, dort irgendwas einzubringen, was zu einem Anschlag führen kann. Und das ist für uns ganz wichtig, das zu verhindern. Da arbeiten wir mit sehr viel Power dran. Ich kann mir die Bemerkung nicht ganz verkneifen, dass ich auch in Klausnitz, Heidenau oder Freital den Aufstand der Zehntausenden Anständigen man vermissen konnte. Aber Herr Mayer, vielleicht möchten Sie antworten auf die ja, Frage. Ja, genau. Ich meine, da fällt mir auch eine Anekdote ein. Was heißt Anekdote? Im Gefängnis ist Folgendes vorgekommen. Ich habe also fast 10 Jahre lang Freitagspredigt gehalten und da habe ich ständig darüber gesprochen, dass Terrorismus das Gegenteil ist von Islam, dass das verboten ist im Islam, dass Selbstmordattentate verboten sind, dass Attacken auf Zivilisten verboten sind und so weiter. Und ein Beamter, der sehr häufig zugehört hat, hat mich nach Bataclan gefragt, was halten Sie denn von diesem Attentat, distanziert sich davon? Ich sagte, ja, ich meine, ist das eine Frage, dass ich mich davon distanziere? Warum kommt denn überhaupt diese Vermutung auf, dass wir uns davon distanzieren müssen? Distanzieren sich die Christen von den pädophilen Priestern? Muss man das machen? Ich meine, das ist selbstverständlich, dass in der christlichen Religion der Missbrauch von Kindern verboten ist. Da braucht man sich nicht von distanzieren. Warum kommt dann so eine Meinung auf, dass die Muslime sich distanzieren müssen? Weil eben diese ständige Medienpropaganda da ist, weil ständig da wiederholt wird, dass vielleicht doch Islamischer Staat und diese schrecklichen Dinge, das wird automatisch löst eine Assoziationskette aus. Islam gleich Terrorismus. Das ist schlimm, das müssen wir verhindern. Vielleicht noch und die andere Frage nach der Finanzierung des Terrors. Genau. Ja, wenn man mal schaut, wer die Terrorgruppen finanziert hat, dann kommen wir wieder zum US.
zum unislamischen Staat. Also ich meine jetzt nicht nur da. Wir schauen mal zurück auf Afghanistan zum Beispiel. Damals war, jetzt kommen wir zu der Verbindung mit den Linksextremisten und mit der Bekämpfung der Sowjetunion damals. Die Sowjetunion war in Afghanistan einmarschiert. Und man hat die Taliban finanziert, man hat die Taliban ausgestattet mit einer saudischen Ideologie, man hat Bin Laden damals finanziert. Ich meine, der hat es nicht gebraucht, vielleicht weiß ich jetzt nicht so im Einzelnen, aber jedenfalls hat man die Taliban stark gemacht gegen die Sowjetunion und war froh, dass man die rausgejagt hat und dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Aber Saudi-Arabien generell, jetzt ist Katar auf der Abschussliste, aber Saudi-Arabien wird ausgestattet mit Waffen. Saudi-Arabien hat die ideologische Grundlage geliefert für alle terroristischen Gruppen auf der Welt, wurde von den Amerikanern direkt schon nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Thron gesetzt und massiv beschützt, sonst wären die ja schon längst weg. Und das ist die Hauptursache. Ja, der Herr Kienzel sagt im Fernsehen manchmal, Saudi-Arabien ist gefährlicher als IS. Ja, das stimmt. IS sind ein paar Mannequins. Die hätten sie schon längst platt machen können, wenn sie gewollt hätten. Als sie da mit ihren Pickups von einer Stadt zur anderen gefahren sind, da hätte man die schon längst beseitigen können, wenn man das gewollt hätte. Die haben keine Luftwaffe, die haben keine Raketen und nichts. Das ist überhaupt nicht das Problem eigentlich gewesen. Aber die haben eben andere Pläne. Die Großmächte haben geopolitische Pläne. Und da wird alles Mögliche gemacht. Die Geheimdienste unterstützen die Terrorgruppe und die Terrorgruppe, weil sie da Unfug anrichten. Und deswegen ist die Frage schwer zu beantworten. Wer hat da welche Absichten und was denken die dann am Ende, was dabei rauskommt? Ja, ich frage mich das auch, was sie da denken, was dabei nachher rauskommt dann. Die nächsten drei Fragen vielleicht sammeln? Ja, guten Abend erstmal. Ich wollte mal fragen, es gibt ja mittlerweile auch an einigen Schulen, ja, ich sag mal eine muslimische Mehrheit oder zumindest in einigen Klassen in bestimmten Vierteln in Großstädten. Ich wollte mal fragen, wie das da aussieht mit Radikalisierungspotenzial, weil es ja auch gerade zu so einer Art Lifestyle verkommt, ja, irgendwie muslimisch zu sein oder irgendwie so muslimische Wörter zu benutzen und dass man da auch recht schnell reingezogen wird in so einen Bann. Und es natürlich auch Konversionen gibt und da wollte ich immer fragen, wie es da an den Schulen aussieht und dann vielleicht nochmal für die Unis, die ja eigentlich traditionell eine sehr linke Studentenschaft haben, wie es da aussieht. Also ich kann mal Passau jetzt hier mal aus, weil ich glaube, wir haben da nicht so das große Problem mit, aber es gibt natürlich andere Unis in Deutschland, wo das ein viel stärkeres Problem ist, Linksextremismus. Erst noch eine Frage oder schon antworten? Ah ja, okay. Mhm. Danke nochmal für die Diskussion. Ich habe eine Frage an den Herrn Hussein Meyer, Imam Hussein Mudim Meyer, sorry. Und zwar, ich habe meine erste Hausarbeit geschrieben über Krieg im Namen Gottes, viel dazu gelesen und es gibt einen wichtigen Ideologen in der Geschichte des Islamismus, der Said Qutb, dessen Papiere liegen immer noch in den Moscheen teilweise, sogar in der Passauer Moschee. Er hat Milestones veröffentlicht, in dem er das Fundament für islamistischen Terrorismus sozusagen gebaut hat. Und wie kann es sein, dass sowas heute immer noch in Moscheen liegt und 120 Seiten Text für den Kampf im Namen Gottes, im Namen Allahs sozusagen? Ich schimpfe mit jedem Imam, wo ich das liegen sehe, ganz ehrlich, ganz im Ernst. Immer wenn ich sowas in der Moschee liegen sehe, dann schimpfe ich mit dem Imam, sage ich, warum liegen diese Sachen bei dir rum? Ich habe aus dem Gefängnis, habe ich zwei in Wiesbaden zwei Sorten von Literatur gefunden. Das eine war Said Qutb. Und Said Qutb war, das muss man vielleicht mal sagen, war kein Gelehrter. Aber er hat einen Korankommentar geschrieben, der heute noch die Basis bietet für Hamas zum Beispiel, der bei der Hamas immer noch gelesen wird und so weiter, der als maßgeblicher Vorreiter der staatsumstürzenden Ideologie gilt. Ja, natürlich, der wurde 1966 in Ägypten ermordet. Also nicht ermordet, sondern hingerichtet mit der Todesstrafe. Wir haben in Deutschland, das ist natürlich, das sind alles so Sachen, die miteinander verwoben sind. Wir haben in Deutschland der Muslimbruderschaft Zufluchtgebiet geboten, als die geflüchtet sind aus Ägypten und aus Syrien.
Die haben hier zwei maßgebliche Zentren in Deutschland aufgebaut, das Islamische Zentrum in München und das Islamische Zentrum in Aachen. Und haben, weil es Intellektuelle waren, im Gegensatz zu den türkischen Gastarbeitern, die eingewandert sind, haben die sehr schnell dann angefangen, ideologisch zu arbeiten, die Schriften zu übersetzen, haben sehr viele Schriften produziert, die dann auch immer sehr finanzkräftig unterstützt worden sind, damit man die verteilen kann. Und die habe ich im Gefängnis gefunden. Ich habe die alle weggenommen. Ich bin davon überzeugt, dass 99% der Gefangenen die Schriften nicht verstanden hätten, aber trotzdem habe ich die Schriften entfernt. Und die zweiten Schriften, die ich gefunden habe, war die saudische Propaganda. Ben Baas, dem Mufti von Saudi-Arabien, der 1999 gestorben ist. Das sind Sachen, da haben wir zu lange geschlafen. In den Gefängnissen war keiner da, der das gesehen hat, was da für Schriften sind, der auch da vernünftige Islamunterrichtsarbeit leisten kann. Neben der Seelsorge, die noch wichtiger ist als die Islamunterrichtsarbeit. Und auch in den Moscheen. Der Wahhabismus hat sich in den Moscheen verbreitet. Viel zu stark, viel zu schnell, viel zu weit. Das ist so. Es ist traurig. Die Frage. Inwiefern besteht der Anreiz, in den Moscheen, von den Moscheenbetreibern, sowas nicht liegen zu lassen? Oder überhaupt, dass es sowas. Also, da wird zum Kampf aufgerufen und die Ungläubigen sollen getötet werden und alles Mögliche. Also das ist klar ein Schwarz-Weiß-Dokument, was nicht da liegen sollte. Auf jeden Fall, stimme ich absolut zu. Die meisten Moscheebetreiber, die ehrenamtlichen Moscheevorsitzenden jetzt von den arabischsprachigen Moscheen, die das maßgeblich betrifft, in den türkischen Moscheen wird man das wahrscheinlich selten finden, in den arabischsprachigen ja. Mittlerweile auch, ich meine, wir haben vorhin von der Finanzierung gesprochen, die Bosnier haben nach dem Krieg sehr stark wahhabitischen Input gehabt von den Saudis. Die Saudis haben sehr viel investiert in Bosnien. Afghanistan ist zerstört, ist sozusagen durch die wahhabitische Mission mittlerweile sehr stark vergiftet. Und deswegen findet man das in mehreren Moscheen auch drin. Aber die arabischen Moscheen sind immer noch die am meisten Betroffenen. Und bei den arabischen Moscheen ist es so, dass die ehrenamtlichen Vorsitzenden meistens überhaupt keine Ahnung haben von Islam. Die betreiben die Moschee und die versuchen, irgendeinen Imam zu finden, der Koran gut rezitieren kann. Und wenn sie dann einen gefunden haben, der auch noch ein bisschen von der Kanzel ganz gut reden kann, sodass nachher alle Leute Geld spenden, dann hat es seinen Zweck erfüllt. Und da wird nicht drauf geachtet. Die merken auch nicht, weil sie vielleicht auch abends im Fernsehen die Satellitenkanäle aus Saudi-Arabien gucken. Und der Imam selber, der hat keine Imam-Ausbildung, sondern der hat nur Koran auswendig gelernt und zieht seine Islam-Ausbildung aus dem saudischen Fernsehen abends, was er abends guckt. Das sind alles so Sachen, die da im Argen liegen, die wir dringend bearbeiten müssen. Also ich meine, da stimme ich schon auch generell der Intellektualität zu. Neben der prophylaktischen Präventionsarbeit, die wir bei den Jugendlichen machen müssen, müssen wir auch diese Sachen bearbeiten, ganz klar. Weil wir sehr viel über Islamismus sprechen, bin ich froh, dass mal einer nach den Linksextremisten gefragt hat, wie groß ist das Problem an den deutschen Unis, Herr van Hoelen, Herr Krauser, Sie treiben sich ja ab und an der einen oder anderen rum. Universitäten kann ich relativ wenig sagen. Aber ab und zu mal zum Vortrag. Also das fällt mir jetzt auch schwer. Wir haben so traditionelle Hochburgen, aber das ist auch anders als früher. Das ist kein flächendeckendes Phänomen, sondern es sind durch einen Mangel an Beteiligung bei studentischen Selbstverwaltungsgremien dann kleine Kerne von Linksextremisten, die Funktionen besetzen und die dann so ein Mobbing machen, wie bei Barbarowski in Berlin zum Beispiel. Solche Dinge. Das ist aber überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit der katalysatorischen Funktion, die Universitäten früher hatten. Hier aus Passau, ist klar, kann ich Entwarnung geben, ne? Das wissen Sie alle. Ich habe mich eigentlich, als ich anfing, mal auf die Passauer Antifa gefreut, aber sie nie getroffen. Da waren die schon auf und davon nach Berlin, so ist das halt. Nein, wir haben das eigentlich eher in einer Form von Karriereplanung von, ich würde fast sagen, verbeamteten Antifa-Kämpfern, die meistens aus der gehobenen Mittelschicht stammen und die sozusagen ihren Wehrdienst, den sie nicht mehr leisten brauchen, bei der Antifa ableisten. Und dann im Grunde genommen auch sehr genau wissen, dass das gesellschaftlich nicht sanktioniert wird. Und das kann zu solchen Verdichtungen führen wie in Berlin oder in Hamburg oder neuerdings in Leipzig, wo sich das zu territorialen Machtansprüchen verdichtet. Da wird es allerdings Zeit zum Einschreiten.
Ne? Ansonsten stört das kaum jemanden. Aber die Universitäten, Herr Krauser, meine ich, sind im Wesentlichen aus dem Schussfeld da. Das ist nicht mehr. Kann ich Ihnen nur zustimmen. Das mit den Schulen, genau. Mhm. Die man vielleicht auch mit Seyd Qutb ganz gut verbinden kann. Denn was man bei aller Kritik, und ich meine, ich bin wirklich der größte Kritiker von diesen Bewegungen, auch von Seyd Qutb, nicht vergessen darf, ist eine Sache, die auch bis heute noch reinspielt. Mhm. Nämlich wenn man sich anschaut, wie der Salafismus entstanden ist. Der Salafismus ist ja in Ägypten entstanden, Anfang des 20. Jahrhunderts ungefähr. Und dort war eben folgende Sache der Fall. Da waren die Briten gerade die Kolonialmacht und die Briten haben die muslimische Bevölkerung dort sehr als zweite Klasse Menschen angesehen. Und als dann nachher, und das war nicht nur in Ägypten so, das war in der ganzen Region so, dass das damals in der Kolonialzeit war, und da hat man sich gefragt, was ist passiert mit unserer früheren Glorie? Wieso sind wir denn plötzlich so weit abgesunken, dass die Europäer uns kolonisieren können? Ja, angefangen mit Napoleon, der dann da kam und so weiter mit allen Folgeerscheinungen. Und dann hat man sich überlegt und hat gesagt, wir müssen zurückkehren zu unseren Wurzeln. Und wir müssen, und daher kommt ja auch der Name Salafia, wir müssen wieder gucken, wie haben die früher die Religion praktiziert. Wir sind offenbar sehr weit davon abgewichen mittlerweile. Und dann haben die sich in der Retrospektive, der Schau der Bücher, dann eine Religion konstruiert, die vorher nie existiert hat. Das ist der Salafismus. Und dann kam Folgendes, dann kam die Unabhängigkeit in den Ländern und dann hat man sich, und dann hat man sich aussuchen können, entweder USA oder Russland. Und hat aber dann festgestellt, wenn man USA als Schutzpartner hat, dann wird man auch im Kapitalismus den Kürzeren ziehen. Wenn man aber den Russland als Schutzpartner hat, dann wird man noch schlimmer dastehen als bei den anderen. Also beides hat nicht so richtig, für die dritte Welt hat es beides nicht so richtig den Effekt, den es für uns hat. Wir halten unseren Lebensstandard dadurch, ein bisschen krass ausgedrückt. Und dann hat man sich überlegt, wir brauchen ein anderes System, wir müssen, und das hat Seyd Qutb eben dann gesagt, er hat versucht anhand der Quellen zu legitimieren, dass man den Herrscher stürzt, dass man den Herrscher zum Ungläubigen erklärt, den eigenen, der ja irgendwie dann Sozialist war, dass man den umbringt und dann eine neue Regierungsordnung, nämlich wieder ein Kalifat und wieder eine islamische Ordnung, die ja kurz zuvor abgeschafft worden war von den Europäern auch, nämlich das osmanische Kalifat. Mit Spaltungspolitik der Engländer, die Divide et Impera. Und dieser Virus oder diese Absicht, dass man wieder erstarken möchte, der ist nach wie vor vorhanden. Und deswegen hat auch Erdogan irgendwie so viele Fans dann nachher bekommen. Und deswegen hat sogar zum Teil dann Bin Laden Fans bekommen, weil die gesagt haben, ja, der macht wenigstens was gegen die dominierende Weltherrschaft Amerika, auch wenn es jetzt islamisch gesehen unrechtmäßig war, was er gemacht hat, aber diese Gedanken spielen da auch eine Rolle. Und was wir jetzt tatsächlich wahrscheinlich mehr zu kämpfen haben als mit dem Salafismus in Zukunft, ist Hizb ut-Tahrir. Ja, der Herr Drusheim weiß, wovon ich spreche. Das ist eine Sache, die auch in der Universität immer mehr Zulauf gewinnt, die Kalifatsbewegung, wo dann mit viel intellektuelleren Methoden und viel besseren Filmen und viel, weil Salafismus merkt jeder, das ist was für Hooligans, aber nicht was für schlaue Leute sozusagen. Da kann man ein bisschen rumlaufen, ein bisschen die Leute Schrecken einjagen, aber das ist nicht jetzt wirklich was Tiefe hat. Das ist bei Hizb ut-Tahrir ein bisschen anders, deswegen haben die auch unter den Studenten viel mehr Zulauf. Aber was man eben, was ich noch zu den Schulen sagen möchte, auch wenn da jetzt 60-70% Muslime in der Klasse sind, bei meiner Tochter ist es auch so auf dem Gymnasium, bei einer zweiten, die jetzt noch auf dem Gymnasium ist, auch wenn da jetzt Islam eine Rolle spielt und die sich zum Islam da bekennen, dann hat das noch lange nichts mit Radikalisierung zu tun und das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das sind kleine Gruppen, die dann immer versuchen zu missionieren. Herr Krauser und Herr Drusheim, genau. Ja, ich würde gerne nochmal zu meinem Nachbarn hier was sagen wollen. Es gibt ja im Grunde genommen von den Argumenten, die Sie jetzt entwickelt haben, kaum eines, dem man widersprechen möchte, sondern im Gegenteil. Man kann sie dort nur unterstützen, aber gleichzeitig, denke ich, wäre es auch angebracht, etwas zur Relativierung zu sagen. Ja, weil Sie argumentieren als Imam eigentlich wie ein Sozialarbeiter. Und das finde ich prima, dass Sie das machen.
Ich vermute, oder ja, aber dass es nur viel zu wenig gibt, als die als Imame so argumentieren, auftreten, so handeln, wie sie das machen. Aber dennoch die Einflusssphäre, argumentativ und durch ihr praktisches Handeln, ist ja sehr begrenzt. Sie bezieht sich ja sozusagen auf junge Leute, die anfällig sind für eine bestimmte Ideologisierung und bestimmte Schritte, die sie in die Arme des Islamischen Staats oder anderen Gruppierungen würden führen können. Deshalb habe ich den Eindruck, dass die Diskussion über die Gefahren und die Gefährdungspotenziale, die uns vor Augen getreten sind und in schrecklicher Weise uns fast wöchentlich vor Augen treten, wenn man allein nur auf Europa schaut, dass man dann sozusagen über Staaten, und wir haben ja auch über diese Frage der Finanzierung eben ansatzweise gesprochen, und über Netzwerke reden muss. Und da wird es sehr, sehr schwierig. Also sozusagen eine Art von Gegenmacht, die in der Tat einflussreich genug wäre, um auf diesen gewaltbereiten, im Namen des Islam sich ausgebreiteten Terrorismus überhaupt Einfluss nehmen kann. Das ist ja die Schwierigkeit. Und das wird bei aller Bedeutung, die das hat, was Sie unternehmen, wird das ja im Kern ja gar nicht wirklich tangiert. Und ich glaube, Sie müssen sich natürlich auch mit der Frage konfrontieren lassen, was Sie sozusagen machtpolitisch fordern würden, nicht, dass Sie das unternehmen können, aber was eigentlich getan werden müsste, um sozusagen die Quellen für diese Form des Terrorismus, die auch wirklich stillzulegen. Denn damit ist es nicht getan, dass ein paar Jugendliche sozusagen die Lektüre von irgendwelchen wahhabitischen oder anderen Schriften entzogen werden, sondern dazu bedarf es natürlich viel, viel mehr. Ich denke, das werden Sie zumindest in der Richtung ähnlich sehen. Ja, natürlich. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch immer die Distanzierung beziehungsweise auch die Widerlegung der islamistischen Ideologie oder dieser dschihadistischen Ideologie. Die Widerlegungen haben von Anfang an stattgefunden. Die Gelehrten beschäftigen sich damit, die schreiben Widerlegungen der Sachen, die tun sich zusammen. Das wird nur nicht so richtig in den Medien rübergebracht. Mhm. Genauso wie die Distanzierung, die Demonstration. Am Sonntag ist wieder eine Demonstration. Und jeder, der selbst Ayman Masjek und alle anderen, die distanzieren sich jedes Mal nach jedem Terroranschlag, ständig im Fernsehen. Ja, was sollen wir denn noch machen? Ja. Herr Trusheim, Sie wollten auch noch mal. Auch gerade noch mal zu dem Problem, was eben angesprochen wurde, mit Schulen, mit einem hohen Anteil muslimischer Schüler. Wir haben natürlich solche Bereiche in Frankfurt auch. Die gibt es in jeder Großstadt, wo eben massiv unterprivilegierte Menschen zusammenwohnen und ein großer Anteil davon ist eben muslimischen Glaubens. Aber das ist nicht das Problem, dass junge Menschen dann in den Salafismus abrutschen, weil wir stellen das fest und für Frankfurt kann ich eine Statistik sagen, wir haben etwa 80.000 Muslime in Frankfurt, die in ca. 50 Moscheen ihren Glauben praktizieren und haben 400 Salafisten, wenn man das ausrechnet, ist ein 0,5%. Ja, das ist nicht viel. Ja, deswegen kann man das nicht auf die muslimische Community projizieren, was die Salafisten machen. Nur, die Salafisten machen Aufsehen, deswegen werden sie wahrgenommen und die stille, weit überwiegende Mehrheit, die sagt nichts, wird nicht wahrgenommen, also projiziert sich das als auf den Islam, wo es in Wirklichkeit nur um die Salafisten geht. Und in diesen Problemvierteln, das Amt für multikulturelle Angelegenheiten hat mir eigentlich dieses Wort verboten. Wir haben gesagt, wir haben keine Problemviertel, wir haben Viertel mit besonderen Herausforderungen. Ja? Die nehmen wir wahr. Und die Probleme, die wir dort haben, sind überwiegend die, dass diese jungen Menschen in die Kriminalität abrutschen. Ja, die haben tagsüber, weil sie keinen Beruf haben, weil sie die Schule schwänzen, dann keine Berufsausbildung bekommen, keine Perspektive haben, hängen die ab irgendwo und überlegen, welche Oma die beste ist, der man jetzt die Handtasche rauben kann oder wo man am besten Rauschgift verkaufen kann. Aber genau diese kriminelle Subkultur, das ist der Sumpf, aus dem die Salafisten ihren Nachwuchs ziehen und den müssen wir austrocknen. Das heißt also, Sozialpolitik ist da gefordert, Jugendpolitik und da muss Mittel rein. Das ist besser angelegt, als wenn man den Staatsschutz jetzt verzehnfachen würde oder den noch schlechter den Verfassungsschutz. Ja, sondern da muss Geld rein und das ist auch das, wo wir dran arbeiten, deswegen auch dieses Ämternetzwerk, wo wir das Bewusstsein, denke ich, in den letzten
ich weiß gar nicht, 3-4 Jahren, wo wir das praktiziert haben, erheblich erhöht haben. Schulen, die vorher überhaupt nicht wussten, wo die Problematik liegt, die kennen sich jetzt zumindest ein bisschen aus und wissen, wen sie fragen können, wenn sie da ein Problem haben. Und auch wenn es oft Fehlmeldungen gibt, ist mir eine Fehlmeldung immer noch lieber oder 10 Fehlmeldungen lieber als eine Meldung, wo wir da nichts erfahren haben. Ja? Ganz genau. Ja, erstmal ein ganz herzliches Dankeschön nochmal an diese wirklich sehr interessante Diskussionsrunde und herzlichen Dank an die vielen auch weiterführenden Fragen. Ich glaube, es war auch gerade die letzte halbe Stunde nochmal eine große Bereicherung für uns. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch euch allen und Ihnen auch natürlich einen schönen Abend zu wünschen. Ich verweise an dieser Stelle gerne auf unsere nächste Podiumsdiskussion mit dem Titel Bayern zuerst, die Sonderrolle Bayerns in Deutschland am kommenden Sonntag um 17 Uhr. Für Sie, liebe Damen und Herren, haben wir noch ein kleines Präsent zusammengestellt aus der Region, damit Sie auch nicht vergessen, wo Sie waren. vielen herzlichen Dank, einen wunderschönen Abend, gute Nacht.